Hallo und willkommen zum 1. Februar-Special. Warum? Ganz einfach, für mich ist der 1. Februar seit immer schon ein besonderer Tag. Und irgendwie habe ich jetzt das zum Anlass genommen, einfach mal ein besonderes Video zu machen. Zusätzlich aber habe ich auch meine 500 Abonnenten überschritten hier auf dem YouTube-Kanal. Dafür möchte ich Danke sagen herzlich. Und was geht besser als ein Blick auf die eigene Sammlung zu zeigen. Ja, wie gesagt, es soll ein schönes Dankeschön sein für alle, die meinen Kanal abonniert haben, die regelmäßig gucken und zuschauen. Und überhaupt möchte ich einfach mal ein besonderes Video bringen. Und das ist deswegen auch ein bisschen anders, das Ganze. Wie soll ich es erklären? Ich bin ein Sammler seit meiner Kindheit zusammen mit meinem Bruder. Wir haben eine WG zusammen. Und dadurch haben wir auch eine gemeinsame riesige Sammlung. Und ihr habt das ja über Monate hinweg, jetzt schon Jahre, die ganzen Pickups gesehen, was wir auf Flohmärkten gefunden haben, was wir uns neu gekauft haben. Das ist alles in einer gemeinschaftlichen Sammlung und das werdet ihr gleich auch so ein bisschen sehen. Ja, also ihr werdet Eindrücke sehen, das was ausgestellt ist. Ich möchte euch aber auch ich möchte es einfach nur sagen, ich und mein Bruder, wir haben keinen richtigen Game Room. Das heißt, es ist im Arbeitszimmer, im Wohnzimmer sozusagen verteilt und eingebaut. Deswegen einen richtig schönen Präsentationsraum hätten wir sehr gerne. Wir arbeiten dran, aber haben wir noch nicht. Somit werdet ihr viel sehen und doch nur einen Bruchteil von dem, was in unserer Sammlung ist. Aber ich hoffe, ich habe da schöne Bilder gemacht. Teilweise bin ich mal kurz ins Detail gegangen, andere mal nicht ganz so sehr. Das werdet ihr aber auch so im Verlauf ein bisschen sehen. Deswegen ruhig, wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare, dann kann ich vielleicht noch mal was genauer zeigen. Und wie gesagt, das ist ein kleines Update, dann auch im Endeffekt von dem, was ich besitze. Beziehungsweise es sind auch einige Sachen inzwischen schon verändert worden. Ich habe in dem letzten Vierteljahr diese Aufnahmen gemacht. Gerade als mein Bruder sein Arbeitszimmer umgestaltet hat, habe ich die ganze Spielewand, die er hat, gefilmt. Es sieht einfacher aus, als es ist, weil ich hatte nicht viel Kamera und Schrank. Da ist nicht viel Platz so nach hinten gewesen. Deswegen ist es auch teilweise ein bisschen dunkler. Entschuldigt diese Aufnahmen, aber ich hoffe, ihr könnt das alles sehen. Doch ich möchte chronologisch vorgehen. Also im Endeffekt werde ich euch erstmal vom Flur beginnt das zeigen und dann wandert das ins Arbeitszimmer drüber. Also mein Arbeitszimmer. Und da könnt ihr dann viele Eindrücke genießen, hoffe ich. Und ich habe dann einfach diese Aufnahmen kommentiert. Deswegen kann es sein, dass es ein paar Anschlussfehler gibt. Es kann auch sein, dass ich doppelt laber. Das hat sich so ergeben. So, also gar nicht mehr groß rumgeplänkel. Ihr wollt doch schon längst sehen, was ich Besonderes überhaupt besitze, was ich habe an Erinnerungen und so weiter und so fort. Das zeige ich euch jetzt mit Beginn des Flurs oder des Eingangsbereiches bei mir mit echten schönen Highlights und dann geht es weiter in mein Arbeitszimmer. Diese schöne Sherlock Holmes Postkarte habe ich mir damals im Sherlock Holmes Museum in London gekauft und ziert an der Tür zu meinem Arbeitszimmer seit über 20 Jahren. Den Raum kann man so sagen. Ich bin ein großer Sherlock Holmes Fan, deswegen finde ich das auch irgendwo richtig schön und ist auch eine tolle Erinnerung eben halt an meine Reise. Ich glaube, das war zu meinem 30. als ich mir das mitgenommen habe. Da war ich in London, habe die Stadt erkundet. Und darunter auch etwas, was ich von dem lieben Manuel von Sammlerschutzhöhlen bekommen habe, richtig cool, habe ich mir hingeklebt, den Kino-Sticker von Ghost in the Shell mit Scarlett Johansson. Gut, der Film ist nicht mein bester Ghost in the Shell-Film, aber ich fand ihn trotzdem unterhaltsam und das Bild ist einfach toll. Der Sticker selbst ist nicht aufgeklebt. Ich habe ihn, den könnte ich jetzt noch abziehen. Der ist mit Posterstrips festgemacht. Und ihr seht schon da an der Seite, mit Magneten an meinem Türrahmen habe ich mir Erinnerungen und besondere Sticker gewidmet. Hier seht ihr Sammlerschusshüllen, Aufkleber, dann so ein aus England, Keep Calm and Carry On Aufkleber, ein Werbemagnet oder ein Magnet von Django vom Film Unchanged, dann zwei Transformers Sticker
die ich auf so Magneten geklebt habe zur Dekoration. Und ihr seht auch, das sind Fairytale-Magneten, die der Special Edition der Blu-rays beilagen. Ich habe die genutzt, um die Sticker darunter wie vom Bürgermeister festzuhalten. Toyplosion der allerersten. Dann geht es weiter mit Retro-Krempel, Motobus, dieser wunderbare Sticker, den ich auch auf der Toyplosion vom lieben Peter bekommen habe. Stanleys Filmzimmer. Da, die drei Fragezeichen Visitenkarte. Dann ein Mario-Magnet, die Spielzeugjäger und ein M&M's-Magnet. Etwas ganz Besonderes in meinem Flur ist meine Erinnerungs-Autogramm-Fotoecke, kann man sagen. All die Stars, die ihr dort seht, habe ich getroffen durch meine Arbeit. Hatte die Möglichkeit, mir Autogramme geben zu lassen. Hier ganz oben Vin Diesel mit Drive Safe, Sascha. War es im ersten Fast and Furious, da habe ich ihn interviewt. Auf meiner Webseite www.shortview.de gibt es das Interview sogar zu lesen. Damals war es zu Fast and Furious 1 in Hamburg. Richtig cool. So, alle habe ich in Hamburg übrigens getroffen, teilweise, nee, einen in Berlin. Hier haben wir Cole Hauser zum Film Pitch Black damals getroffen. Seht mich dann nebenbei noch mit der Kamera. Im Hintergrund spiegelt halt ein bisschen. Hier haben wir Jean Reno. Das war sehr spontan. Er wollte keine Autogramme geben, dann hat er doch. Und ich hatte leider nur einen schwarzen Stift. Deswegen könnt ihr sehen, seine Autogramm ist nun schwarz. Auf Pressefotos sind das übrigens. Ne, von Godzilla. Und hier, habt ihr gesehen, ist es ja auch Pitch Black. So, darunter einen Auszug aus dem Presseheft. Da hatte ich den Regisseur getroffen. Zu Der verrückte Professor und, glaube ich, seine Familie. Der zweite Teil mit Eddie Murphy. Das ist Peter Seagal, der Regisseur. Hat mir auch dann schön Autogramm gegeben. Ja, am Anfang ist man sehr unvorbereitet gewesen. Schwarzstift, Rotstift, ne, seht ihr auch hier bei Cole Hauser. Hilft nicht wirklich. Ein Silberstift, wie jetzt hier bei Vin Diesel, ist das Idealste. Oder ein Goldstift, für Autogramme immer am besten. Und auch hier, ich hatte nur einen Kugelschreiber. Das ist übrigens Michael Ballhaus. Der ist Kameramann gewesen, ist leider auch schon verstorben, ein Hamburger Urgestein, hat hier einen Preis entgegengenommen, das Foto haben wir gemacht, war aber in Berlin und er hat uns Autogramm gegeben gehabt, ihr könnt es leider nicht mehr lesen, das war mit Kugelschreiber, weil es auch super spontan war, man sieht sozusagen, wenn man ganz genau jetzt hingucken würde, das wird man jetzt hier nicht sehen, dass die Kugelschreiber-Eindrücke noch da sind, aber die Farbe hat sich einfach über die Zeit verschwinden lassen, sagen wir es mal so. Aber hier meine coole Hall of Fame von coolen Autogrammen, die ich bekommen habe. Und diese beiden richtig tollen Drucke zieren meinen Flur, beziehungsweise auch schon mein Jugendzimmer. Damals, ich bin ja ein großer Fan von Marcel Pilami und hier hatte ich früher mal so ein Posterbook bekommen und dann habe ich mir die auch an die Wand gehängt. Deswegen sind ja noch, das sind diese ganz alten Bilderrahmen. Und auch hier ein wunderschöner Druck. Ich mag es mit dem Marcel Pilami. Das weibliche Marcel Pilami ist hier jetzt drauf, beobachtet von dem Jungen. Und hier das Nest im Urwald, beschützt vom Marcel Pilami. Ja, und richtig kultig. Ich mag ja Frank Queen, der es erfunden hat. Obwohl das keine Frank Queen Zeichnungen sind, das müssten Bartam sein oder Genre. Müsste ich nachgucken, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Aber richtig kultige Bilder. Ja, hier in meinem Arbeitsraum habe ich zwei wunderbare Plakate. Ich kann leider nicht weiter zurück, weil irgendwie dann ist eine nächste Wand. Es ist halt nur ein 2 Meter mal 3 Meter großer Raum. Und da habe ich mir die Plakate von James Bond. Die Welt ist nicht genug aufgehängt, ein Original-Kino-Plakat. Es hängt hier schon fast 20 Jahre. Und als großer Transformers-Fan natürlich auch ein Transformers Dreamwave Post, das ist auch schon 15 Jahre bestimmt alt. Haben wir ein Datum von 2002, also 20 Jahre sogar. Also in dem Sinne, Megatron, Ice the Function. Ich liebe dieses Plakat, ein richtig geiles Motiv. Und dann kommt jetzt sozusagen meine Arbeitsarea. Und das ist eine Collection Area. Ich mache euch natürlich auch Details zeigen, aber erstmal kurz. Hier seht ihr Regale voll mit Stuff, mit allem Möglichen. Ne, ganz langsam, erstmal kurz so rübergezogen, natürlich eine ganze Menge.
Und ihr seht jetzt hier auch meine Arbeitsarea, ne, wie es so ist, mit Plakaten, mit Sachen. Dann die Tür hat ein schönes James Bond Poster drauf. Und hier habe ich einen Schrank, da habe ich Mauspads von One Piece. Und ja, oben drauf, aber da kommen wir auch später nochmal, haben wir die Transformers. Und hier jetzt, ich gehe schon näher ran. Das Einzige, was jetzt nicht im Raum ist. So, und ich fange am besten auch ganz kurz an, aber das wird auch detaillierter. Später hier habe ich meine ganzen Games und ich müssen dabei, wo ich nochmal ein bisschen detaillierter drauf gehe dann. Und dann hier kann ich so ein bisschen ja mal kurz näher rangehen. Das ist sozusagen so meine Show-Area. Ein Plakat von Minnie Maus, was ich echt seit meiner Kindheit an der Wand hängen habe. Irgendwie mochte ich dieses romantische Bild und habe ich dann aus der Minnie Maus ausgeschnitten. Ihr könnt noch sehen, die schrägen Ecken. Es hat wirklich mal mit Nadeln sozusagen an der Wand gehangen. Oder mit Tesafilmstreifen, wie man so als Kind das machte. Und ja, ne, so war es dann halt. Ne? Und dann geht es hier unten so ein bisschen runter. Und dann unten leider ein bisschen Chaos. Weil hier hat sich dann so ein bisschen meine Filmplakatrollen und alles Mögliche gestapelt. Da suche ich noch nach einer perfekten Lösung. Aber da stehen auch, ich zeige es einfach jetzt mal, schon mal dahinter hier, ist meine gesamte Sammlung von Baphomets Fluch. Hier seht ihr auch noch weitere Teile. Hier stehen die Hochkant. Ein paar ausgewählte Spiele, auch gerade ein paar Neuheiten. Mein Battle Beast Mock steht da jetzt derzeit. Da fehlt noch die spezielle Hülle. Ich fange jetzt einfach von unten an. Hier habe ich meine Maske von Zack McCracken. Hier habe ich die Danger Girl Figuren. Die finde ich richtig cool. Habe ich alle Mädels mir gekauft. Es gibt eigentlich nur eine vierte Figur von einem Bösewicht, den fand ich nicht so gut. Hier Abby Chase leider. Und auch bei Sydney Savage sind die Blister angelaufen. Obwohl, ihr könnt hier sehen, hier ist ein Schrank daneben. Es dürfte eigentlich kein Licht dran gekommen sein. Aber sind leider nicht so schön in Schuss mehr dadurch, die Verpackung. Aber sonst halten sie und sind einfach cool. Ich finde, sie sind richtig geil geworden, so richtig schön detailliert. Eben halt McFarlane Toys. Und das macht das auch irgendwo richtig aus. Na, hier auch Natalia Kessel. Auch richtig cool. So, davor stand mein Runner-Mock. Und kann ja hier weitergehen. Also hier habe ich meinen Battle Beast Mock, da kommt noch eine schöne Plastikbox. Dahinter eins meiner absoluten Lieblings-C64 Spiele, Vermeer. Oh, den Mock vorsichtig wieder davor. Dann seht ihr ein Baphomets Fluch für die Switch, eins der wenigen Switch-Spiele, die ich besitze. Eigentlich auch nur wegen Baphomets Fluch. Ich habe es auch darauf durchgespielt, aber sonst habe ich nicht so viel Switch. Hier seht ihr auch darunter noch Broken Sword, das ist ja auch der andere Name von Baphomets Fluch. Und ihr seht, das sind einfach weitere Titel. Ein Resident Evil Steelbook. Na, und hier seht ihr alles. Da, Baphomets Fluch. Das wird irgendwann nochmal separat gezeigt. Und hier habe ich jetzt, eben gesagt, das Steelbook von Resident Evil. Hier habe ich die dann habe ich das. Na, PC-Game. Und ihr seht, hier habe ich noch keinen schöner Platz gefunden. Hier für meine Captain Future LP. Und das Star Wars akkreditierte Album noch das Sealed. So, und wie gesagt, das ist das. Hier habe ich die beiden Amiibos mit Bayonetta. Finde ich auch richtig geil. Ein Jack Sparrow, den ich mal vom Flohmarkt gefunden habe. Hier sind so ein paar PlayStation-Spiele. Indiana Jones für C64. Trevor von Resident Evil 5. Eine der besseren Tomb Raider-Figuren von Underworld, die ich gut fand. Und hier habe ich jetzt einen Terminator. So, und hier an der Seite habe ich am Schrank, ob das ein zu schneller Kameraschwenk, hier habe ich so Haken angebracht, so ganz normale Küchenhaken, aber die sehr, sehr flach sind an einem. Und habe ich mir eben halt drei Disney Infinity Figuren aufgehängt, die ich gut fand. Da haben wir Sabine von Rebels, Quora von Tron Legacy und Jasmine von Disney. Und darunter ein Matrax-Plakat. Ne, Matrax ist eine Bastei-Romanheftserie. Das Plakat ist auch schon 20 Jahre alt. Und hier habe ich sogar noch eine alte Münze vom Hansapark, der im Norden von Norddeutschland ist. So, jetzt schwenke ich hier mal auf meine Tür. Da habe ich ein James Bond-Teaser-Plakat von 1999.
müsste auch die Welt ist nicht genug gewesen sein. So, auf diesem Schrank habe ich meine ganzen Spiele für PC bzw. Amiga, C64, was auch immer. Hier könnt ihr sehen, meine ganzen SSIs, da, Heroes of the Lands, Pools of Darkness, Curse of the Arts of Bonds. Ihr seht auch, da ist Apple einmal dazwischen. Eigentlich habe ich nur die Edition gesammelt. Alone in the Dark, Limited Edition, ich glaube, ist für die Wii. Ich bin mir gar nicht so ganz so sicher. Ich habe sie eigentlich wegen der Edition gesammelt. Hier unter ist eine Dark Souls. Darksiders Special Edition. Und dann sind hier so ein paar ausgewählte Computerspiele eben halt zwischen. Und hier habe ich eben halt Transformers, hier so ein Boxed Optimus Prime G1, und dann kommen hier schon so ein Masterpiece und das sind weitere Figuren. Da komme ich gar nicht alles ran, das ist alles sehr gut verstaut. Und hier ist auch noch eine Transformers Figur, hier könnt ihr sehen, ein Alternator. Und dann seht ihr hier eben PC oder beziehungsweise Computerspiele halt weiterhin. Hier Highlights von mir auch so zu meinen Sierra Spielen. Gold Rush ist eine Neuauflage, eine Classic, aber auch schon so limitiert, dass es auch schon wieder richtig teuer geworden ist. The Black Cauldron, ein richtig geniales Adventure. Was heißt, ach, das ist auch schon aus den 90ern oder fast schon 80er Jahren. Das zu dem Plarren und der Zauberkessel. Und ich liebe Adventures, das seht ihr jetzt hier auch voll. Das sind die Sierra Adventures zum größten Teil. Bully's Quest 3, Monkey Island oder Tales of Monkey Island, die Big Box. Da ist eigentlich nichts weiter als das Jewel Quest drin, aber diese Box zu finden, habe ich für 1 € auf dem Flohmarkt mal mitgenommen. Richtig günstig. The Dick, eins meiner Lieblings-LucasArts Adventure. Dann Licensed Larry, das Original und das erste Remake von Sierra noch selbst. Ja, hier sind die Boxen drin. Gucken alle so ein bisschen hoch. Ups. Gar nicht einfach so. Dann haben wir hier auch weiter noch Police Quest, Space Quest, Hero Quest, Hero Quest 2. Hier mal das Original Gold Rush stehen. Echo Quest, so ein richtig teures Adventure. Und das ist so eine Rainbow Collection. Das ist auch für C64 gewesen. Habe ich das Original mal gehabt. Ups, ich muss es auch richtig zeigen. Aber das war, ja, verloren gegangen, die Box, also habe ich mir sie für Amiga nachgekauft und so kam eben halt eins zum anderen und jetzt habe ich die wieder komplett, also auch richtig cool. Die drei Spiele drauf, New Zealand Story, Rainbow Islands und Bubble Bobble. Ja, und hier seht ihr ein Bild von Matrix, das ich dir hier eingehängt habe. Auch richtig cool. Ich mache es wieder hoch, kommt. Da oben seht ihr noch Pirates Gold, ein anderes Shadow Sorcerer, auch so ein Rollenspiel. Weitere Transformers dahinter, ein King's Quest 5. Ja, und hier steht ein Grim Fandango, da komme ich dann gleich dazu. Was ein wenig wüst aussieht, ist doch recht voll und ja, auch sortiert auf eine Art. Ich gehe da jetzt, ziehe die jetzt gar nicht alle raus. Ihr seht, ne, geht hier weiter. Grim Fandango, was ich eben noch schon mal angeteasert hatte. Cold Blood vom lieben Bürgermeister habe ich mal bekommen. Dann habe ich hier Curse of Amon-Ra, das ist Lara Bow Adventure, Vollgas. Das LucasArts darf natürlich nicht fehlen. Und hier unten geht jetzt meine Sierra-Sammlung weiter mit Larry 6, Larry 5. Hier haben wir Larry 2, auch eins meiner Lieblingsspiele. Hier habe ich nochmal das Lara Bow. Ihr seht, das habe ich zweimal. Also hier habe ich das einmal, da habe ich es einmal in zwei verschiedenen Editionen. Dann habe ich hier nochmal einen Gold Rush. Das ist jetzt die DVD-Version. Das hinten war eine Amiga-Nachproduktion, was ihr vorher gesehen habt. Hier habe ich hier King's Quest. Ihr könnt hier sehen, King's Quest 1, 2, 3, 4, habe ich hier 5. 5 habe ich schon mal gehabt, aber in einer anderen Edition. King's Quest 6, King's Quest 7 und das ist King's Quest 8. Torrent's Passage, auch so ein Adventure. Dann haben wir Space Quest 5, Space Quest 6. Dann haben wir hier ist Cruise for Corps, auch ein Adventure von einem französischen Hersteller von Delphin. Da habe ich auch noch ein anderes geniales Adventure. Die Spiele würde ich euch, wenn ihr wollt, irgendwann mal einzeln vorstellen. Da müsst ihr es aber auch direkt sagen, damit wird das speziell dazu kommen. So, hier noch ein paar LucasArts Spiele wie The Finest Hour, The Secrets of the Luftwaffe mit ein paar Add-ons, die auch richtig schwer zu bekommen sind. Da fehlen mir auch noch ein paar. Genauso wie mir die Box der Mission Disc fehlt von dem
Outlaws. Und da haben wir nochmal eine Special Edition, die ist sogar noch sealed, von Lesser Suit Larry, Red Dreams Don't Cry. Das war der erste Teil einer neuen Serie von neuen Entwicklern. Es gibt die auch auf PlayStation 4 und mittlerweile. Aber in dem Fall habe ich mir die Big Box sozusagen gekauft, um sie so zu sammeln halt noch, ne? Und ja, einfach nur kultig. So, und ich gehe jetzt hier oben nochmal weiter. Erstmal auch nochmal Gold Rush in anderen Editionen, so ein paar kleinere Adventures von Sierra in Zweitauflagen. Dann haben wir da eine Larry Collection. Hier habe ich auch ein geniales Adventure hier oben. Und zwar Operation Stealth. Richtig cool. Die ganzen Collections, King's Quest, Space Quest, Larry, dann Red Storm Rising, eine Version von Roter Oktober, kann man so sagen. Das Rollenspiel für C64, Countdown to Doomsday von Buck Rogers. Dann seht ihr auch Weiterspiele, Lizenz zum Töten. Das sind wirklich C64-Spiele wie Ghostbusters, Coroner's Drift, auch ein frühes LucasArts-Spiel. Bravestars dabei, Beachhead, Say Stolen Million, auch eins richtig tolles Spiel. Dann seht ihr zwei Tim und Struppi Spiele. Ich bin großer Tim und Struppi Fan, da wollte ich auch beide Versionen haben. Das ist einmal eine Big Box Version, ich glaube für Amiga, und das andere müsste C64 sein, Tintin on the Moon. Dann den Klassiker Batman, fehlt mir glaube ich nur der Sticker, dann ist das vollständig, genauso wie bei Conquistador, so ein gewisses Rollenspiel für den C64. Und auch nicht schlecht. Und dann da unter Afterburner kann man schlecht sehen. Da haben wir Pirates, den Klassiker, Ghostbusters 2, Battletech, auch ein richtig tolles Spiel von C64. Ich habe da Hanse, Winter Games, da habe ich Jagd auf Rote Oktober, Lemminge für den C64, Might and Magic 2, Ultima 5, hier oben eine Alone in the Dark Collection und Infiltrator, auch ein sehr geiles C64 Spiel. Und dann seht ihr auch hier hinten in der Ecke nochmal Rollenspiele. Ne? Ich nehme mal kurz mal in Oil Imperium runter. Auch ein echter Klassiker für C64. Richtig toll. Oben habe ich den Test Drive, dann habe ich Robot 2000, dann die ganzen SSI Goldboxen von Secret of the Silver Blades, Pool of Radiance, Death Knights of Kryn, The Dark Queen of Kryn, Treasures of the Savage Frontier und was nicht alles. Also richtig coole Games. Das wieder rein. Also es sind richtig coole klassische Big Boxen, also echt, manche ist wirklich fast 30 Jahre alt und es ist eine richtig schöne Sammlung. Wie gesagt, erwähnt habe ich schon mal, gibt es gewisse Titel, die ihr hier seht, wo ich mal was näher als Collection Treasure vorstellen sollte, was vielleicht noch nicht geschehen ist, einfach in die Kommentare. So, hier seht ihr meinen Schreibtisch, ihr seht, hier wird gearbeitet, ich habe hier oben eine ganze Reihe One Piece Figuren aufgebaut. Da meine Crew von meinem Kurzfilm. Und ihr seht hier so meine Pinwand mit allen möglichen Erinnerungen und so weiter. Und hier noch weitere One Piece Figuren. Ein paar Transformers Figuren. Und hier im Schrank weiter, da habe ich auch einige Spiele noch stehen. Meine Rave Sammlung, so ein paar Mass Figuren, eine One Piece Figur. Games und so weiter und hier unter genauso. Ein schönes Geschenk meiner Schwester mit einem Fairy Tail selbstgemalt Bild. Das Spiel von Masters of the Universe, das Super Adventure für C64. So, ein paar Transformers Figuren und hier seht ihr ein Mikrofon, mit dem ich auch Tonaufnahmen mache. So, und dann gehen wir einfach mal Regal für Regal ab. Ich fange von unten an. Auf dieser Seite, wohlgemerkt. Also hier seht ihr ein paar One Piece Figuren. Dahinter sind Bücher. Ich kann gar nicht alles vorziehen. Hier ist ein PSP-Spiel von Full Metal Alchemist. Ein paar ausgewählte drei Fragezeichen Bücher. Ich liebe diese kleinen Bücher, aber ich habe noch viel mehr. Dahinter seht ihr Star Wars und Transformers. Und hier seht ihr auch noch meine eigenen Autos, die ich mal besessen habe als Modelle sozusagen. Mein Capri und ein BMW, den ich gefahren bin, und ein Ford Focus. Mein Vater mir als geschenkt und immer wieder. Und ich hatte mal einen goldenen Ford Capri mit schwarzen Rallye-Streifen. Das habe ich wirklich besessen. Und darunter ein Jurassic World oder beziehungsweise Vergessene Welt Modellbausatz. Dann ein Jan Tenner. Ein G2 Sideswipe.
Danger Girl als US-Version auf PlayStation. Da oben mein Silent Hill Modul für den Game Boy Advanced. Dann seht ihr da alles mögliche an Transformers und Battle Beasts und ja, was soll ich sagen, dahinter sind James Bond Romane, Resident Evil Romane, weitere One Piece Figuren, da habe ich Resident Evil Spiele, Erinnerungsfotos, mal ein paar, meine Laserbeast Sammlung ist hier drin, dahinter sind meine Lieblingsromanreihe von dem John Land. Da oben ist ein, da seht ihr ein James Bond Lotus, den ich mal vom Flohmarkt hatte, da nochmal Resident Evil und ihr seht Transformers Figuren ohne Ende, richtig viel. Na, ihr seht da meine Dinobots von G1, dann ein Zoids C64 Spiel, One Piece für PlayStation, meine John Land in Englisch, weil die leider nicht mehr in Deutsch waren. Da sind ein paar Steelbooks, ich weiß gar nicht, welches das jetzt ist. Achso, das Steelbook von Pirate Warriors 3. So, und jetzt muss ich kurz ein bisschen gehen. Ich habe hier einen Schrank zwischen. Hier ist auch noch G2 Dinobot, ein paar Dire Clone Transformer, ein Headmaster, einer der wenigen, den ich habe von Transformers. So, mein Multiforce 14, ein paar One Piece Figuren und dahinter sind meine One Piece Games. Eine große Sammlung. Und so ein kleines Diorama, was ich mal gebaut habe. So, mit Halbedelstein. Und so ein Schatzsuchersand. Fand ich irgendwie ganz witzig. So. Das dazu. Und dann geht's da weiter. Ein Glücksbärchi aus meiner Kindheit. Dahinter Transformers Alternators. Ich darf nicht sehen. Und hier ein Titan. Aus der Titans Titanium-Reihe von Transformers, da habe ich ein GoBots C64 Spiel und hier seht ihr auch meine GoBots, so ausgewählte, die ich richtig cool finde, Autogramm da vorne von Stars, die ich getroffen habe, Blind Guardian unterschrieben, hier kommt noch Blümchen, aber wie gesagt, das spielt jetzt keine Rolle, viele Modelle, ich kann gar nicht alles zitieren, Transformers, Captain Future steht jetzt hier, Battle Beasts, viele Erinnerungen, auch richtig cool. Und hier habe ich ein Thunderbirds aus den 80er Jahren, aber eine Version, also sehr viel mehr Metall. Future Comet, das ist nicht meine Kindheit, die besitze ich leider nicht mehr. Die habe ich irgendwann mal aber erworben und baue ich mir langsam zusammen. Mir fehlen nur noch zwei Protonentorpedos, habe ich die auch wieder komplett. Ja, und hier habe ich so kleine Dragon Ball Figuren aufgebaut. Im Hintergrund seht ihr dann nochmal ein PlayStation 1 Yu-Gi-Oh! Waffenmäßigfluch 5, die Promo für PlayStation 4. Ja, wie gesagt, eine ganze Menge Dragon Ball so Figuren. Starship Troopers und Aliens, die Raumschiffe von Action Fleet, von den Micro Machines sozusagen. Dann habe ich dahinter übrigens war eine ganze Menge Filmromane. Das ist so ein bisschen untergegangen wahrscheinlich. Ja, ein bisschen unnormale Romane, aber viele Filmromane einfach. Ja. Wie gesagt, dann noch ein paar Timo Struppi-Figuren im Hintergrund. Das Timo Struppi PlayStation 1 Spiel. One Piece Soundtrack, ein paar Transformers-Figuren, auch hier Star Wars, Action Fleet sozusagen. Und ja, also auch eine ganze Menge. Und ich finde ja auch diese Aliens-Fahrzeuge gut. Da habe ich nochmal Mask. Ich habe mir da so ein paar Ständer gekauft für die Figuren mit Maske, weil ich die auch nicht mehr aufsetzen wollte. So ein paar ausgewählte. So Mask geht's weiter. So, gleich so einfach mal die Kamera zu halten. Da habe ich das Modul von Indiana Jones. Und dann, ihr seht auch eben Kinderbücher hier übrigens, da habe ich Tim und Struppi nochmal und Yoda Adventures als Modul. Und ihr werdet tausend Sachen entdecken, ich kann nicht mal alles nennen, meine ganze Geheimagent Lennet Buchreihe, dann ein paar Klassiker dabei, wie jetzt drei Musketiere, aber auch James Bond von Lucas, die beiden. Da hinten geht ein bisschen weiter mit den ersten Büchern von Tom Clancy und dann geht es weiter, wenn ich jetzt nur die Bücher erstmal nehme, gibt es da hinten
Michael Crichton, Jurassic World und Jurassic Park Autor und ja, seine ganzen Romane, die er gemacht hat, teilweise die ersten. Dann geht es auch weiter in Agatha Christie und Sherlock Holmes Romane, weiter nach links, das könnt ihr so im Hintergrund sehen, weil ich bin ein großer Krimi-Fan. Ja, also, was haben wir da noch? Eine Original Cherry Cola Dose aus den 90ern. Hinten seht ihr Chase the Express, die PlayStation 1 Fassung. Ich versuche die Spiegelung wegzukriegen. Gar nicht so einfach zu sehen. Das Danger Girl, das, das Deutsche, daneben Cold Blood. Und ihr seht hier auch noch einmal ein Mask, mein Piranha, weitere One Piece Dragon Ball Figuren, gehen auch kleine Transformers Figuren. Ich zeige jetzt erstmal. Im Hintergrund sind Buffys Fluch für den Game Boy Advance in der US und in der deutschen. Und hier ist mein Buffys Fluch. Das ist sogar signiert von Charles Cecil, vom Entwickler. Und dann habe ich Buffys Fluch 1 und ihr seht dahinter die Sherlock Holmes Bücher. Genauso wie ich jetzt hier jetzt ein paar durchsichtige Transformers Figuren habe und einfache Figuren sozusagen. Zwei Schlümpfe oder drei. Dann da Sherlock Holmes. Von Lego, Playmobil und eine Tower Bridge und eine Visitenkarte und Schlüsselanhänger. Es geht eine Reihe höher. Hier habe ich jetzt meine Sammlung von Comics von Rick Master, auch eine franco-belgische Serie. Hier habe ich die Zack, dann kommt die Kasen Verlag und dann habe ich die Kult und später sind die Thunfisch-Veröffentlichungen zu sehen. Also, und dann auch weitere Comics von Benny Bärenstark und Heilung Platte. Transformers und Schlümpfe und alles mögliche dabei. So, und hier könnt ihr auch sehen, hier habe ich zwei World's Smallest Transformers, das sind so von Just Toys, Blaster und Shockwave. Dann habe ich meine Tim Struppi Figurensammlung hier vorne. Da habe ich signiert das Helsing Blu-ray von Thorsten Münchow, vom Synchronsprecher der Hauptfigur, also deutsche Hauptfigur. Jetzt erstmal auf dieser Seite ein, wie gesagt, Comics. Oben habe ich Sachbücher. Ja, mein Fehler ist, ich habe die schweren Bücher ganz oben, deswegen biegen sich die Regale ein wenig durch. Das ist mir, das habe ich früher nie nachgedacht, aber das ist auch schon seit Jahrzehnten so. So, hier sehe ich meine ganzen Fachbücher zu Film und Computerspiel, mehr zu Film und Fansachen wie Star Wars. Dann habe ich hier C64 Programmierbücher. Die sind hier hinter den World's Smallest Dinobots. Hier hinter, da seht ihr C64 Bücher. Habe ich mal auf dem Flohmarkt für 50 Cent oder Pfennig sogar noch gekauft. Sind richtig alt auch von damals. So, das richtige Highlights aus meiner Kindheit. Und dann die World's Smallest Dinobots hier noch boxt von Just Toys. Auch richtig cool. Und ja, Metal Gear Solid habt ihr ja schon entdeckt. Ja. Weiter geht's jetzt hier oben. Da habe ich die Special Edition von für PlayStation 3 von One Piece Pirate Warriors 2 auch noch sealed. Da oben ist von die Special Edition von One Piece dieses Red, Unlimited Red. Ja, das müsste auch für die PlayStation sein. Dann seht ihr hier Romanhefte von Die Abenteurer, da habe ich die klassische Serie gelesen und da sind auch ein paar Bücher dahinter und so ein paar von Matrax noch, die ich habe. Ich habe noch eine riesen Matrax-Sammlung, aber die ist jetzt hier gar nicht mehr in den Regalen. So, und hier meine PlayStation und Sammlung und ihr seht hier ein paar Highlights da vorne. Davor eben halt Flucht auf Monkey Island, Masters of the Universe, die Monkey Island Collection. Ganz ein japanisches Spiel eben halt zu dem Manga, wo ich großer Fan bin und ihr seht hier ein altes japanisches Metallraumschiff aus den Ende der 70er. Famicom-Module von Dragon Ball, die ich mal auf dem Flohmarkt gefunden habe. Also richtig, richtig cool. Und hier hinten seht ihr auch schon einige Spiele. Richtig Highlights sind auch. Ob nur Bayonetta, PlayStation 3, ein paar Yu-Gi-Ohs habe ich. Habe ich irgendwann angefangen, einfach die Yu-Gi-Oh-Spiele zu sammeln, wo ich sie nie gespielt habe. Weiß nicht warum einfach. Dann habe ich hier Indiana Jones, Stab der Könige. Verschiedene Editionen auch. Siberia, wo ich auch sammel gerne, weil ich die Adventure-Reihe mag. Metal Gear Solid 2 für Xbox und dann geht es weiter mit Wii. Adventure seht ihr da auch wieder. Geheimakte. Project Zero habe ich auch mehrere Spiele da irgendwie angesammelt.
Und ja, hier sehe ich den noch einen Dead or Alive für Dreamcast, den ich mal am Flohmarkt gefunden habe. Ein Wheeljack G-Bond von damals von mir. Hier das von der Nostromo, von das Rettungsschiff von Aliens. Und hier kann ich jetzt nur erstmal einen Teil zeigen, weil sonst falle ich vom Stuhl. Auch wie weit weitere Games habe ich wie Resident Evil Spiele eine ganze Menge, von Dead or Alive 2, Resident Evil 4 Room. Ja, einfach alles gesammelt. Auch hier eben seht ihr Pirate Warriors 3, Attack on Titan, auch eine Siberia Collection, Evil Within. Ihr seht, da ist die Decke. Weitere Adventures, da auch Resident Evil, PSP habe ich Pirates, Monster Hunter, Silent Hill noch, Alone in the Dark Steelbook. Und ich seht hier auch ein Danger Girl Figuren-Set, das habe ich auch nie geöffnet. Und hier hinten, das zeige ich euch später nochmal, weil da muss ich die Position ändern. Und dann zeige ich euch den zweiten Teil auch dieses Regals, na, da gehen wir später nochmal hin. Aber was ich jetzt nicht zeigen kann, hier hinter habe ich meine gesamte Adventures-Games-Reihe. Ganzen Big Boxen der PC und ich komme da jetzt nicht ran, dass ich das wirklich alles zeigen kann. Aber wie gesagt, ich kann mal irgendwann auch viel mehr davon zeigen. So, und ihr seht hier hinten, da komme ich aber auch später nochmal zu einer anderen Aufnahme dazu, da meine ganze Battle Beast Sammlung und so weiter. Und wir fangen jetzt hier nochmal links an, weil hier komme ich ganz gut hin. Hier seht ihr noch ein paar One Piece Figuren und dahinter seht ihr Mass C64 Spiele. Hier habe ich eine Tomb Raider Figur, die ich mir gekauft habe, auch eine weitere One Piece Figur. Ein paar Transformers-Figuren, die ich immer wieder dazwischen streue. Dahinter sind meine Detective Conan Mangas. Hier habe ich ein, drei Fragezeichen, der dunkle Taipan-Becher. Ich habe einen Transformers-Becher. Da ist ein Mumie-Becher. Es ist ein Promo-Teil gewesen. Ja, hier seht ihr dann meine Mass-Fahrzeuge ausgewählte. Mein Raven, das ist der einzige aus der Kindheit, der wirklich geblieben ist. Den Rest habe ich mir nachgekauft. Ihr seht hier Condor, habe ich mehrfach sogar die Figur. Manta, eine Figur, die ich immer, oder ein Fahrzeug, was ich immer haben wollte. Jetzt habe ich das auch. Ihr seht hier auch meine Lieblingsfiguren. Die Autobot Clones, Decepticon Clones. Auch richtig cool. Meine erste japanische Version. Und hier seht ihr die neue Earthrise Version. Dann sind hier Punch, Counter Punch. Ich musste das Regal ist abgestürzt. Übrigens da. Irgendwie sieht der aus. Es ist gar nicht so sehr zugestaubt, aber es sieht so aus. Ja, ich konnte nicht alles entstauben, das ist, sorry, das ist leider nicht immer möglich. Da habe ich meinen Kindheits-Prawl dahinter. Und doch viel mehr Staub, als ich gedacht habe. Naja, ich habe erst gewischt und es geht alles gar nicht so. Da habe ich einen Swoop on G1, auch sehr selten mit meinen Decoys, die ich da sammle, so ein paar kleinere Figuren. Dahinter habe ich einen japanischen Trainbot, auch richtig selten, auch richtig teuer geworden. Ich habe damals echt ganz, ganz wenig ausgegeben dafür. 20 mal Euro ausgeben mittlerweile. Kann man zwei Nullen fast oder eine Null auf jeden Fall hinten ranhängen. Hier noch ein paar kleine Transformers. Das ist sogar noch ein Diaclone, kein richtiger Transformer. Dann, wie gesagt, ein paar Micromaster. Und dann kommen wir zu dem zweiten Teil da hinten. Da komme ich gleich dazu. So, jetzt bin ich an der anderen Stelle. Ihr seht dahinter noch mal ein paar PC-Spiele, Transformers-Figuren, die dahingestellt sind, weil ich gar nicht den richtigen Platz habe. James Bond-Figuren. Ihr seht hier meine Encores von Trailbreaker. Und dahinter in guter Schutzhülle verpackt mein Ultra Magnus. Das sind weitere Adventures. Ihr könnt das sehen. Da Sherlock Holmes. Da oben ist das PC-Spiel Dino Crisis noch sealed. Und Resident Evil 4, das ist aber eine polnische Version in der Box. Ich fand es ganz witzig. Und dann haben wir eins meiner Hauptshow-Regale, kann man fast sagen. Da habe ich eine Encore-Auflage von Megatron, eine japanische, die wirklich richtig cool ist. Und hier habe ich meinen Galvatron. Ich liebe Galvatron, eine meiner absoluten Lieblingsfiguren. Und ihr könnt jetzt sehen, da hinten habe ich ein Kindheits-Soundwave mit einer meiner ersten Figuren, die ihr daneben seht, dem Francie, der erste Kassettenroboter, und dann auch Rumble und zwei andere noch. Ein Ravage, das ist auch ein Diaclone Ravage, noch ein sehr alter, den ich damals gekauft habe. Hier seht ihr eben halt ein paar ausgewählte Figuren, wie jetzt auch Cyclonus, nochmal ein anderer Galvatron. Und ihr könnt hier sehen, meine
Battle Beast Serie 1, die komplett ist, die ist hier komplett aufgebaut. Ihr könnt das echt sehen. Ach so, da sind noch mal ein paar besondere Transformers-Figuren, die vom Transformers-Club sind, die dazwischen stehen. Ja, Wahnsinn. Abseits vom James-Bond-Poster ist dann die Fensterbank meines Arbeitszimmers. Hier seht ihr eine ganze Reihe von meinen großen Transformers. Den Overlord, den ich echt mal günstig für 50 Euro komplett gekriegt habe. Das ist ja echt ein Schnäppchen gewesen. Tidal Wave von der. Und der Rubicon, das ist ein Bruticus, spätere Auflage, auch richtig cool, vollständig. Dann ein bisschen Mask und hier seht ihr weiter ein paar Mask-Fahrzeuge, erstmal nur so platziert, anders habe ich nicht. Und dann seht ihr, hier habe ich besondere Transformers und Wompies-Figuren hingestellt. Na, ich mache gleich ein bisschen Näheraufnahmen. Na, hier oben so ein paar One Piece Figuren in Box, die habe ich nie ausgepackt. Mein Piranha in Schutzhülle, meine Box. Dann eine Wiederauflage von Blaster von Walmart, auch richtig cool. Und dann ein bisschen positioniert, aber ist noch nicht optimal. Hier mein Gazatron, auch eine meiner absoluten Lieblingsfiguren, wie ich ja schon erwähnt hatte. Daneben Cyclonus, ein bisschen quergestellt. Und ihr seht, hier geht's runter. Auch da ist noch meine One Piece Figur. Hier ein paar Transformers, die habe ich quergestellt. Ah, Seaspray, auch einer meiner Favorites. Ah, der Netflix Soundwave. Oben Beachcomber, eine meiner absoluten Lieblingsfiguren. Platziert so ein wenig sind dazwischen so ein paar G-Bon, die ich auch neu habe. Und da der Anniversary Roadbuster. Und die jetzt verdeckt sind da noch ein paar Titanium-Figuren. Aber hier vorne wirkliche Schätze, die noch in richtige Höhen kommen müssen. Meine MB Transformers Figuren. Jazz ist die einzige Leerbox. Die Figur steht bei mir im Wohnzimmer. Hier unten einer der wertvollsten überhaupt. Sunswipe. Eigentlich gehört da der rote Wagen rein, aber die Fehlpackung macht es eben halt besonders. Da fehlt mir noch ein bisschen Zubehör, aber richtig cool. Da, Trax, auch eine richtig komplette Box. Wie neu sind die hier, die MB Box von Hound und von Mirage, die sind von 85, richtig cool, die Figuren sind wie neu, wurden nie ausgepackt und sind dadurch echt was Besonderes. Und dann geht es hier weiter. Ein bisschen Zitter. Hier ist so meine Stereoanlage eingebaut dahinter. Hier könnt ihr sehen, meine gesamten Carlsen Comics. Ja, auch hier habe ich den Fehler gemacht, diese ganz nach oben zu setzen, weil ich früher in meiner Kindheit einen Schrank hatte, wo es wo es passte einfach. Und dann habe ich es übernommen und man denkt nicht drüber nach. Eigentlich die schweren Sachen gehören nach unten. Ja, jetzt ist es zu spät und ändern ist schwer. Ja, also ihr seht hier meine gesamten Carlsen Comics. Ja, hier sind die Transformers, wo ich schon mal euch vorher gezeigt habe, wie es ist. Ihr seht, da sind meine Bob Moraine, da sind Yokozuno Comics, auch ein paar besondere aus Frankreich, Tim und Struppi, dann habe ich Spirou und Fantasio dort, die ganze Reihe ist auch eine Menge, Gaston, Harry und Plate, Benny Bärenstark, Marsupilami und noch einige mehr. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Ich staune. Oben sind One Piece Figuren in Boxen, die ich noch nicht ausgepackt habe, die ich mir hingeplatziert habe. Ja, und dann kommen hier, ihr seht, ich schaffe das nicht alles mit Games wegzupacken. Da sind meine Tim und Struppi Spiele fürs Game Gear. Dann habe ich hier Tim und der Sonnentempel. Dahinter ist Tim in Tibet in OVP. Und da habe ich hinten ein sehr gutes Spirou. Das ist noch sealed. Das habe ich auch mal getauscht. Da habe ich ein One Piece Spiel aus Japan für ein Gamecube. Und ihr seht hier, dahinter ist ein Spirou-PC-Spiel, aber es ist signiert vom Künstler, von Genre. Hier ein paar One Piece-Figuren. Meine Indiana Jones und Jules Verne Buchsammlung dahinter. Hier so ein paar Hörspielkassetten von Mass, Tron, Airwolf. Ein bisschen schwer zu sehen. Hier ist mein Game Boy Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Passt perfekt zu den ganzen Indiana Jones Büchern. Ich kann Transformers-Figur vorsichtig hier wegnehmen. So, nicht zur Seite. So, ein bisschen
Stunden weiter. Und dann seht ihr auch hier mal meine Original-Filmklappe. Die ist, glaube ich, ist ein Original aus dem Studio Hamburg, glaube ich, wenn ich es richtig meine Sinne. Bisschen meine Indiana Jones Sammlung mit Zubehör. Da seht ihr das Spiel jetzt richtig gut. Das Spider-Van auch vom Flohmarkt. Naja, und dann geht es hier unter gleich weiter. Meine Captain Future All-Stars, mein Stolz meiner Spielzeugreihe und Kindheit. Dahinter die Captain Future Romane, weitere One Piece Figuren, so ein paar Filmromane. Da habe ich The Dick zum Computerspiel. So, da hatte ich gerade einen Mikrofonkabel-Haker. So fange ich nochmal an. Also hier, wie gesagt, Captain Future im Hintergrund und dann die One Piece Figuren. Ne, da habt ihr meine unterschriebene 3 Fragezeichen Blu-ray von Oliver Rohrbeck, Jens Waffelcheck und Andreas Fröhlich. Bin auch mal ganz stolz, als ich sie getroffen habe. Dieser Porzellanvogel stammt von meiner Großmutter, habe ich ein Kindesalter geschenkt gekriegt. Habe mich mein ganzes Leben betreut oder begleitet und ist nun eine schöne Kindheitserinnerung und Erinnerung an meine verstorbenen Großeltern. Ja, dann James Bond, der Moonraker von Freunden auch bekommen und Charity-Reihe von Wolfgang Holbein, auch eine sehr gute Buchreihe. Und dann seht ihr weiter, alte Klassiker von Tron, Henry Rider Haggard, also Quartermain und so weiter. One Piece-Figuren weiterhin, ein bisschen Timo Struppi, da ist nochmal ein Transformer. Und da seht ihr dann meine Scotland Yard Buchreihe, Ghostbusters, Mask-Bücher, Transformers-Bücher, alles so ein bisschen platziert. Ja, und dann seht ihr schon, dann geht es weiter mit Sammlung. Was ihr nicht sehen könnt, das ist jetzt zugestellt, meine gesamten Soundtracks, die müsst ihr vorstellen, die gehen jetzt von da komplett rüber, dahinter, das ist ein komplettes Regal, zugestellt, aber ich höre meistens über MP3, dadurch ist es natürlich nicht so der Fall. Und hier seht ihr auch weitere Transformers-Figuren, die ich hier habe, hinplatziert mit ein paar Originalfiguren, insgesamt mein Stoff-Eichhörnchen, was ich mal vom Geschenk gekriegt habe, irgendwann mein Atari 2600 Star Wars und hinter dem Transformer, den nehme ich jetzt auch mal zur Seite. Dann könnt ihr sehen, ist noch ein Smurf, ist ColecoVision. Ist auch nochmal eine schöne Hülle rum, merke ich gerade. Dann habe ich da weitere One Piece Figuren. Da sieht man Stereoanlage eingebaut mit ein paar Gameboy-Spielen. Komme ich gleich nochmal zu. Aber wie gesagt, hier hinter sind dann auch noch ein paar Transformers. Hier die UVPs, das sind die leeren von Boxen, die noch Schutzhüllen bekommen. Deswegen liegen die hier die habe ich im Wohnzimmer, die Fahrzeuge, aber auch richtig cool. Dahinter Transformers, One Piece Figur und Zoids. Na, da seht ihr Zoids, Schutzhülle. Ja, wie gesagt, Figuren ohne Ende. Davor habe ich ein paar Mangas aufgestapelt vor dem Schrank, der da runterkommt. So, und jetzt kommt hier meine kleine, aber feine Gameboy OVP-Sammlung. Wie ich sagte, Comics, Tim und Struppi und Co. habe ich hier auch. Ich nehme die vordere Reihe weg und dann könnt ihr sehen, ich habe alle Tim und Struppi Gameboy-Spiele, die es gibt. Die Color-Version, die ist nur in Frankreich erschienen, hat aber auch deutsche Texte. Die deutsche Version, der Sonnentempel, auch die französische Game Boy Color Version und die beiden Spiele, die es gibt in OVP. Dann habe ich auch hier einen sehr guten Top-Zustand Eye of the Beholder, das Rollenspiel, das fand ich sehr gut. Als James Bond-Fan habe ich auch das James Bond-Spiel, ist zwar so eine Gold-Edition, ist aber eine amerikanische. Und eins meiner Kindheitsspiele, hier R-Type in OVP, in einer Top-OVP. Jetzt fehlt mir eigentlich nur noch Batman the Movie in OVP und dann habe ich das auch komplett meine Kindheit sozusagen in der Richtung. Das heißt aber nicht, dass ich nicht noch mehr Spiele habe in der Richtung. So, hier seht ihr, es ist zugestellt und auch gebaut mit, hier habe ich meine Tifa-Figur und viele One Piece-Figuren und dazwischen habe ich meine Transformers drapiert, die eigentlich in letzter Zeit neu sind. Hier meine Decepticon Pro. Und wie es so kommt, es fällt was runter, ohne dass man es will. Deswegen, aber das wird korrigiert gleich, wenn es soweit ist. So, jetzt hatte ich dir einen komischen Schwenker. Live. Ja, hier haben wir hier noch weitere Transformers. Road Grabber in sehr guten Zustand. Diaclone, Windcharger. Und hier seht ihr eine neuere Auflage von Astro Train. Eine meiner Lieblinge. Auch weiter seht ihr hier Transformers-Figuren, die ich hingestellt habe. Die kommen aber vielleicht nochmal weg. Hier nochmal ein paar One Piece-Figuren. Und das geht jetzt so ein bisschen bis zum Boden weiter. Ich kann gar nicht weiter runter gucken, aber das war es dann auch so. Ja,
das ist diese Ecke mit ein paar Häupern, ein paar Steinen. Ja, konnte ich euch das ein bisschen zeigen. Als nächstes kommt jetzt die große Spielewand von meinem Bruder, sozusagen die Schrankwand. Da sind sehr, sehr viele Highlights drin. Ich hoffe, ich zeige euch einiges. Ist manchmal gar nicht so einfach, weil man steht mit der Kamera und guckt so und hier und da. Und es hat sich anders entwickelt, als ich gedacht habe. Aber es ist auch nicht immer einfach, so eine Aufnahme zu machen. Wie gesagt, es ist auch nur ein Bruchteil von dem, was er besitzt, auch für sich selbst. Und ja, ich zeige euch einfach diese wunderbaren Eindrücke, einfach mal zu zeigen, wie umfangreich die Sammlung ist. Es ist, wie gesagt, nur eine Bruchteilsammlung. Spiele wie Super Nintendo, NES, N64 gibt es auch. Die seht ihr da aber kaum, weil die keinen Platz in diesem Regal gefunden haben. Die sind anderweitig teilweise in Kisten gepackt. Deswegen kann ich nicht alles zeigen. Aber es auch Mega Drive gibt es weitaus mehr, als ihr vielleicht da jetzt sehen werdet. Das ist, wie gesagt, auch nur ein Bruchteil von dem Ganzen. Aber ich hoffe, es wird euch gefallen. Also hier jetzt die wunderbare Spielewand. Hier haben wir jetzt die PC-Sammlung. Ich werde nicht alles vorziehen, weil das komme ich ohne Kran fast nicht hin. Ich werde euch ein bisschen was dazu erzählen. Also hinten haben wir so eine Uncharted Special Edition für PlayStation 4. Und ihr seht Baldur's Gate, Bard's Tale für C64 Special Edition, System Shock, kann man jetzt nicht ganz so genau sehen, ist signiert von Warren Spector, vom Entwickler, den ich mal getroffen habe. Und auch hier mit Widmung an meinen Bruder, habe ich auch unterschreiben lassen von Warren Spector, Deus Ex, die PC oder die US-PC-Version, auch richtig gut. Und hier haben wir Pierce Solar, auch ein Mega Drive-Spiel, auch ja, ein Fangame kann man fast so sagen, aber auch richtig professionell gemacht, richtig klasse. Zimmerby Park, das ist die Limited Run Edition. Und ein Halo Raumschiff. Shadow of the Beast, Amiga Version mit T-Shirt, auch richtig cool. Jetzt hier leuchtet ein bisschen, weil Plastikschutzhülle drum. Und ihr seht auch hinter Schätze um Schätze an Games. Oben haben wir Quake, Fallout. Da hinten, wie gesagt, ich komme da gar nicht so ganz in die Ecke, weil nicht alles leider frei ist. Ihr könnt nur einen Teil sehen. Achso, das da ist nicht direkt ein Lautsprecher, sondern das ist für VR die Ausrüstung. Hier seht ihr oben Baldur's Gate, die ganzen Big Boxen, auch richtig cool. Ich gehe hier einfach mal so runter, dann könnt ihr sehen. Hier so die PlayStation 2 Sammlung, im Endeffekt kann man auch sagen, zwei Reihen sind das. Dahinter sind das auch, wie gesagt, es ist nur ein Auszug, den ich euch immer wieder gebe. Ich werde mich auch regelmäßig wiederholen mit dem Ganzen. Auch hier eine Menge genialer Stücke, was ich sehe. Hier die Resident Evil Reihe, Project Zero. Dann haben wir hier Shining Force, die englischen, auch die NTSC-Fassung dazwischen. Silent Hill, auch richtig mega geiler Zustand, sogar meine. Hier, das ist ja die Sammlung von meinem Bruder, aber das ist meine Version. The 4 Origins Teil 3 haben wir auch, ist aber woanders, weil wir es mal gespielt haben. Und hier seht ihr einen Auszug von der PlayStation 3 Sammlung. Es ist wirklich nur ein Auszug. Und PlayStation 5 Judge Lost Judgment, auch ein mega geiles Spiel, kann ich nur empfehlen. Hier ist PS Vita. Und ja, hier seht ihr auch PlayStation 4 Special Editions und Editionen. Und weil jetzt hier Kabellage ist, das ist jetzt direkt hinter dem PC meines Bruders. Ihr könnt jetzt hier auch noch, deswegen ist auch die Beleuchtung jetzt nicht mehr möglich. So ein Mini vom Super Nintendo. Da haben wir noch ein paar Xbox-Spiele. Da kommt das dann, geht das dann mit 360 Spielen weiter. Auch so ein paar Special Edition. Und hier unten so ein bisschen DS, Dreamcast. Das sind aber auch nur Auszüge und so ein paar. Könnt ihr jetzt nicht sehen, es wird zu dunkel, weil es ist wirklich hinter dem PC PlayStation 1 spielen. So, wollen wir wieder ins Helle. Ich mache diese Aufnahme jetzt auch abends, weil ich andere Gelegenheit nicht hatte. Und hier sind, ihr sehen, hier seht ihr jetzt die Monitore, drei Monitore von meinem Bruder. Aber wir gehen jetzt die Regale durch, wo ich rankomme. Ist wie gesagt alles nur ein bisschen. Hier haben wir so ein paar Figuren von Disney sozusagen. Das ist Chap und von Rescue Rangers, Schlümpfe, Figur,
Special Editions, Samos und hier von, oh, ich glaube, es ist Celia, Tales of Celia. Auch hier weitere Special Editions, auch richtig cool. Dann haben wir Conker, das Bad Furday Figur. Hier seht auch weitere Figuren im Hintergrund. Dann ja, Lego-Figuren, so ein paar Auszüge von so besonderen Final Fantasy-Figuren, Mini. Borderlands-Figur, Fire Emblem Special Edition. Ihr seht hier auch weitere Special Editions. Das Guardian und was da nicht alles noch rumschwirrt. So, weiter geht es. Ich schwenke, ich komme leider nicht so viel Abstand, dass ich da jetzt immer so viel machen kann. Wie gesagt, da oben die PC-Spiele. Ich bewege mich näher ran, so wie ich kann. Und dann versuchen wir es mal einfach. Da oben seht ihr die LucasArts Adventures und Spiele. Auch unsere Highlights im Endeffekt, Lieblingsspiele kann man sagen. Obwohl da vorne auch genial, Diablo. Ne, die Klassiker 1 und 2 in den Big Boxen. Und ich strecke meinen Arm schon aus, weil weiter komme ich fast gar nicht. The Dick, eins meiner Lieblingsspiele. Ihr werdet das, habt das auch nicht das erste Mal, weil mein Bruder und ich haben teilweise Highlights doppelt gesammelt. Ja, Monkey Island, Curse of Monkey Island, Flucht von Monkey Island 1 und 2. Und hier hinter seht ihr die TIE Fighter Spiele. Und ich könnte jetzt hier alles wegnehmen, das ist gar nicht so einfach. Und dann seht ihr noch weitere LucasArts Klassiker. So, und hier oben, ihr seht, ich versuche es einfach mal, auch Sierra, ein paar Adventures, obwohl ich habe da persönlich in meiner Sammlung ein bisschen mehr. Curse for Corps, was ihr da oben seht, ich versuche es ein bisschen zu zeigen, was ein bisschen neben dem Wing Commander, darauf komme ich gleich, seht, ist sogar meins, was hier noch in der Sammlung ist. Bing, Indiana Jones Turm zu Babel seht ihr da hinten. Ein paar Tomb Raider, Draken. Und so weiter. Da sind auch noch mal ein paar Sierra Adventures, Wing Commander. Hier auch ein absolut geniales Ember Star. Hier kann ich auch wegnehmen. Das ist in der Halle. Und ihr seht, da sind die Wing Commander Spiele. Mein Bruder ist ein großer Wing Commander Fan. Was ihr auch seht an dieser Special Edition. Ich zoome gleich zurück. Ich muss da erstmal zurückstellen. So, seht ihr das? Auch richtig cooles Teil. So mit in, da ist eine Filmdose drin mit T-Shirt und viel, viel Specials. Also richtig tolle Edition. Von Wing Commander 3 mit Mark Hamill, absolut klasse. So, gehen wir die Regale weiter durch. Wo fange ich denn an? Ich fange jetzt hier ganz links an. Hier sind weitere PC-Spiele. Die Special Edition von Another World, von meinem Bruder, ein absolutes Lieblingsspiel. Ember Moon, gehört zum Ember Star. Wie gesagt, da ist Ember Star. Ember Moon, ist hier sogar noch ein zweites Mal drin. Shadow of the Beast 3, auch richtig cool. Sherlock Holmes Lost Files aus Sherlock Holmes, auch ein richtig cooles Adventure. Ja, so, muss richtig einfangen. Ja, richtig kultig. Die Fortsetzung war es jetzt nicht ganz, aber auch eine richtig tolle Big Box. Ich kriege sie gar nicht so ganz raus. Versuche ich jetzt gerade mal. Na, gar nicht so einfach. Na. So, komm mal. Auch ein richtig tolles Cover, Sherlock Holmes. Geheimnis der Vierten Rose, so ein bisschen mehr, ja, Echtzeit, so ein bisschen mit gefilmten Szenen, oh, naja, nicht so berauschend, aber richtig cool. Shadow of the Beast kann man auch wirklich sagen, ist ein absolut mega geiles Ding mit einem richtig tollen Cover. Ne? Und hier haben wir Defender of the Crown, die etwas neuere Version, auch richtig cool. Wie ich sagte, Ember Moon, und ihr seht Civilization, auch eine Reihe, die mein Bruder sehr gerne hat. Hier hinter, ihr seht Civilizations, geht's weiter. Richtig cool. Richtig cool. So, dann kommen hier Turricane, die Kickstarter LPs dahinter, eine Special Edition von Diablo 3. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine Special Edition. Da seht ihr von Zelda. Hier zwei Japan Game Boy Spiele von Game Boy Color, auch so auch von der Atelier-Reihe. Ich weiß gar nicht, ob die bei uns herausgekommen sind, aber auch richtig toll. Die haben so eine Uhr dabei, so eine Figur. Ja, die daneben. Vielleicht einfach mal so zeigen. Auch richtig cool. Da kann man hier sehen. Also, richtig cool. Und da habt ihr auch Zelda Breath of the Wild, Tales of Celia 2, Dead or Alive Extreme 3.
PlayStation 4 Special Edition, noch richtig kultig. Riesig, ne? Ja, dann geht es hier unten weiter, so ein bisschen eingepackt, damit es nicht zu sehr staubt. So, die Lego Max Bergsdorf. Und dann seht ihr auch Bücher im Hintergrund, Star Wars Comics, die mein Bruder sammelt. So ein paar japanische Getränke. Und ich habe jetzt hier hinter schon gleich, ich komme mit der Kamera nicht weiter zurück, weil da schon wieder was steht. Ist halt so, wenn die Räumlichkeiten begrenzt sind, aber die Regale weitergehen. Und dann kommen Romane zu Computerspielen. Hier hinten nochmal so ein Schlümpfe Megablocks. Romane zum Computerspielen. Geht es auch weiter mit Büchern zu, und Comics, Schlümpfe Comics, ein paar Unterlagen, kann ich ehrlich gesagt, und kann man jetzt nicht sehen hier unten. Das sind Schlümpfe Comics von meinem Bruder und so ein paar Artbooks. Unten geht es dann gleich weiter, auch mit Büchern. Final Fantasy Bücher, weitere Gamebücher wie Halo. Wir haben CDs, einzelne CDs, aber die sind jetzt nicht so wichtig, deswegen schwenke ich da mal ein bisschen schneller rüber. Hier haben wir auch noch Bücher und PC-Spiele, die so in der Box sind. Hier haben wir Bayonetta-Figur. Hier seht ihr Star Wars, Lego, Marvels. Und dann kommen hier so ein bisschen Disney Infinity von Zoomania, seht ihr jetzt hier. Hier haben wir Cloud. Auch eine schöne Kassette habe ich mal im Flohmarkt gefunden, die Nummer 29 von Tarantel der Zauberkessel. Mein Bruder, ja, ich glaube, der erste Disney-Film, den mein Bruder im Kino gesehen hat. Ja, die richtige erste Auflage, richtig cool. War mal für 50 Cent auf dem Flohmarkt. Musste man ja auch mitnehmen. Ja, hier seht ihr auch noch weitere Figuren. Und hier kommen noch weitere PC-Spiele, die im Hintergrund sind. Ich komme da gar nicht so ganz ran. Mit Figuren: Mario, Luigi, Sephiroth, ja, Samus und überhaupt Metroid. Die ganzen Figuren, und hier kann ich mal kurz ziehen, ihr seht Mafia, das sind die ganzen PC-Spiele, auch richtig geile Sachen, Max Payne auch richtig toll, Mafia kann man auch auf PC spielen, richtig gut, Tomb Raider Anniversary, ihr seht eine Masse an Spielen und so weiter. Weiter geht es, DuckTales, erste Folge, weil mein Bruder ist auch großer DuckTales-Fan, ihr habt ja auch einiges gesehen, ihr seht die Disney-Figuren, die Rabbits haben auch Einzug, hier seht ihr auch Resident Evil Figuren, so klassische, dann noch mal ein paar Star Wars Figuren, ihr seht Witcher im Hintergrund, und was haben wir hier, Ahoi Bonbons, ich will nicht reingucken, das ist mein Bruder, das darf ich nicht rein. Hier haben wir auch noch mal einen Cloud, das ist schon ein anderer Cloud von Smash Brothers, ich sehe gerade, der ist zweimal, zwei verschiedene, ne? Die es gibt, könnt ihr sehen, zwei verschiedene. Da haben wir ein Halo Megablocks, glaube ich, war das. Ein paar Spiele. Und jetzt seht ihr auch noch hier im Cap von Resident Evil. Ein paar Spiele. Transroad, Transocean für Deck 13. Da hat mein Bruder mitgearbeitet. Deswegen hat er da so ein paar mehr dabei. Mein Bruder ist ja auch in der Spielebranche tätig gewesen. Haben wir Final Fantasy für den PC. Was haben wir hier? Conker's Pocket Tale. Future Wars, ein absolut geiles Adventure, was auf dem Amiga war. Richtig cool, ihr seht Amiga, cool. Hier, Metal Masters, kein berauschendes Spiel, aber eine mega geile Box. Und hier seht ihr auch ein Werbeteil von Transocean, das Deck 13 Spiel, an dem mein Bruder mitgearbeitet hat. Und Transocean 2, man kann auch ganz stolz sein. Hier haben wir noch mal ein anderes Shadow of the Beast und auch hier Alcatraz 1945. Ein Adventure aus dem Hause Daedalic, wo mein Bruder auch mal gearbeitet hat und mitgewirkt hat. Ja, das war diese berauschende Wand voller Specials und viel PC und ach, viel zu schauen. So, hier ist nochmal ein schönes Sammlungsregal. Ist leider in einer dunkleren Ecke und das Licht ist ausgerechnet die Birne kaputt gegangen, als ich diese Aufnahme mache. Deswegen halte ich einen zusätzlichen Scheinwerfer in der Hand. Ich hoffe, das Licht ist dadurch etwas besser. Hier seht ihr, das sind von meinem Bruder die schönen Figuren, die Resident Evil 4 Figuren, Ada und Leon. Dann der Kettensägen-Controller. Dann halt auch viele Romane zu filmen, nicht zu filmen, zu spielen. Hier auch weiterhin Halo, Gears of War, zwischen immer wieder Figuren, so ein paar Specials,
Minecraft, Assassin's Creed. Da ist ein kleiner Aufsteller mit Son Goku, den ich mal aus pressemäßig bekommen habe. Da seht ihr weitere Figuren und oben Modellbausätze. Ein großer AT-ST, Gears of War Figuren, Boom Figuren, auch so richtige Halo Figuren. Dann auch nochmal Gears of War. Hier hinten Transformers, ein bisschen Mario. Und hier seht ihr auch nochmal Assassin's Creed, auch was. Dann wie gesagt Star Wars Schwert. Dann auch weitere Figuren. So Robotech Bücher, da ist mein Bruder großer Fan. Hier ein Artbook oder das Lösungsbuch müsste von Final Fantasy 13 sein. Die Ghost in the Shell Figuren, Comics, auch von Ghost in the Shell, Mangas. Ja, und er ist ein großer Fan eben von Masamune Shirow. Ihr seht hier ein Plakat, was er hat von Ghost in the Shell oder beziehungsweise von dem Künstler, vom Ghost in the Shell Künstler. Und dann hier unten nochmal die Manga-Reihe mit einem alten Kindheitsschlumpf. Die gesamte Dragon Ball, Bastard, Möbius und Tengyo Ten. Da geht's so weiter. Und hier ein wunderbares aus Luigi's Mansion Set. Zum Ende kommt jetzt mein Wohnzimmer oder unser Wohnzimmer. Da sind einige Schränke voll mit Filmen, die sind aber auch geschlossen. Die habe ich jetzt nicht extra aufgemacht. Das sind wirklich zum größten Teil Blu-rays. Das werdet ihr auch teilweise sehen. Ich bin die ganzen Regale nicht auf und runter gegangen und so weiter. Das war mir dann auch zu viel. Ich habe mich auf die Sammlungshighlights konzentriert. Filme kann man extra mal reden. Da will ich dann auch, wenn mal einzelne Filme eher hervorheben, als immer sagen, hier, guck, 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 guck. Das sollte nicht in der Sache sein. Auf jeden Fall kann ich euch so sagen, unsere Filmsammlung beinhaltet etwa um die 1000 Blu-rays und noch um die 500 DVDs. Es wird weniger, weil wir graden regelmäßig ab. Deswegen ist der Schrank der eine, da ist nur halb gefüllt mit DVDs, aber besondere DVDs, Special Editions habe ich immer wieder noch behalten, weil die manchmal schöner waren als die Blu-rays. Rein für die Editionen und im Endeffekt sind die auch nicht manchmal so viel wert. Also hat man sie trotzdem behalten. Genau, das werdet ihr deswegen nicht so ausführlich sehen. Ich habe auf jeden Fall eine ganze Menge Filme. Das habt ihr ja auch gesehen in den ganzen Pickup-Videos. Die sind jetzt nicht so hervorgehoben. Auch Animes habe ich eine ganze Menge. Die sind auch ein bisschen weniger jetzt gezeigt. Ja, auch so Musik-CDs und so weiter gibt es auch einen ganz kleinen Ausschnitt. Es gibt wesentlich mehr CDs. Mein Bruder hat auch zig weitere in seiner Sammlung. Aber die liegen... Ja, man hat schon seine Sortierung, aber ich kann euch nicht alles zeigen. Tut mir leid, es ist einfach so. Also jetzt aber, komm, ein Zusammenschnitt der Highlights aus unserem Wohnzimmer. Hier in meinem Wohnzimmer habe ich ein Plakat oder ein Teaser-Plakat vom ersten Spider-Man mit Tobey Maguire und von Sam Raimi hängen. Das ist das Teaser-Plakat, was schnell wieder eingestampft wurde, denn hier kann man sehen in den Augen das World Trade Center. Und der Film kam nachdem der, ja, wie soll man sagen, die Unglücke vom World Trade Center 2001 stattfanden ins Kino. Hier war er unten beworben worden für den 3. Mai. So, und dadurch, dass das natürlich ein sehr schreckendes Ereignis war, es gab ja auch einen Trailer, dem Spider-Man Verbrecher gejagt hat mit dem Hubschrauber und zwischen die Tower geklebt hat. Könnt ihr mal im Internet googeln, der Trailer, ja, hat es nie in den Film geschafft oder diese Szenen waren eigentlich geplant. Ja, und ich habe das Plakat seit dem Zeitpunkt bei mir an der Tür kleben. Und hier hinter der Tür, ihr seht, da ist ein Familienbild, habe ich einen Rucksack vom Assassin's Creed 3 hängen. Ein bisschen Equipment für mein Video-Stuff, sozusagen, wenn ich Videos mache. Und hier seht ihr sozusagen ein erstes Regal. Hier haben wir den Master Chief in Megablocks, dann eine richtig coole Special Edition von Appleseed von auf die PlayStation 2 aus Japan in einer wunderbaren Schutzhülle von Manuel. Und dann hier seht ihr davor auch noch eine Viper von Kampfstern Galactica. Das müsste, glaube ich, aber die neuere Viper sein. Und dann habe ich hier drauf ein bisschen dekoriert die Tim und Struppi Box vom Kinofilm. Da ist eine Figur noch drin gewesen mit Struppi, die steht aber woanders, die kann ich euch auch noch zeigen.
ein DeLorean aus dem dritten Teil, haben wir mal auf dem Flohmarkt gefunden. Werbe-Raumschiffe, so kleine von Independence Day 2. Und dann seht ihr so ein paar Platten, ein Mannequin, Starship und Harold Fight im AXF, die habe ich gerade bekommen. Ich habe sie erstmal dahingestellt, die kriegen nochmal ein bisschen besseren Platz oder werden etwas höher dekoriert. Ja, und dann meine und die von meinem Bruder, so ein paar ausgewählte Musik-CDs, zwei Reihen lang, mit Linkin Park, Bon Jovi, Metallica, Nightwish, Phil Collins, Genesis und so weiter, Anastasia, U2. Und dann habe ich hier meine Lieblingskrimi-Reihe von Büro mit David Suchet. Und vielleicht gar nicht so einfach, mit der Kamera ganz runter, meine Detektiv Conan Filmsammlung. Sind nicht alle, aber fast alle Filme auf Blu-ray und DVD. Bei DVD habe ich die Special Editions da behalten, auch wenn ich sie auf Blu-ray inzwischen abgegradet habe. In diesem Wohnzimmerschrank habe ich zwei ausgebaute Fächer. Ihr seht, da ist unheimlich viel Stuff, den schauen wir uns gleich an. Hier in den Schränken, ich kann nur aufmachen, da sind wirklich rein Filme. Hier jetzt ein paar Zeichentrickfilme und ein paar Mediabooks und ja, einfach Filme, die ich so vom, ja, in unserer Sammlung habe. Das ist auch nur ein Auszug von dem Ganzen. Das ist wirklich nur ein bisschen. So, machen wir wieder zu. Achso, und bevor ich das Fach mache, ganz oben habe ich meine Brettspiele eingebaut zwischen dem Beamer, der noch hängt, bis die Birne kaputt ist, und dann wird er abgebaut. Der ist auch schon über 20 Jahre alt. Und ihr könnt sehen, da habe ich eine ganze Menge Games. Vom Donkey Kong Game, von meinem Glücksbechi-Spiel, von den Siedlern ein wenig. Dann haben wir da ein Dutch James Bond Agentenspiel zwischen. Spiel des Lebens, ein Klassiker, Captain Future, Sindbad, Tim und Struppi, in 80 Tagen um die Welt. Und ja, drei Fragezeichen, Cluedo, Tim und die Falle des Totem Dior. Das ist auch ein zweites Tim und Struppi-Spiel, was es in Deutsch gibt. Finden viele nicht. Shogun, richtig cooles Game, wie neu, haben wir mal vom Flohmarkt für 8 Euro mitgenommen. Dann da oben die Star Wars-Spiele. Star Wars, das Flucht vom Todesstern, das ist die Neuauflage, noch sealed. Darunter Krieg der Sterne, das Original von Parker. Und dann der zweite Teil sozusagen, Hot Ice Planet Adventure Game. Das haben wir nie in Deutschland bekommen. Das ist jetzt die Wiederauflage, aber das ist eben halt das, ja, die Fortsetzung, wenn man so will. Und dann seht ihr, gut, das oben ist Captain Future. Das ist nur eine Verpackung von dieser HL Pro Komet. Ein Siedler von Katan. Das müsste das für von Rittersport sein. Tim und Struppi Memory. Dann seht ihr Resident Evil 3 Board Game. Das ist nur ein Teil davon. Ich hab, der Rest ist in Kartons verstaut. Und dann Siedler von Katan Specials. Ach so, ja, und da geht dann eine schöne Leuchte, die immer abends beleuchtet den Raum, wenn wir zocken, damit es ein bisschen gemütlicher ist. Und von der Collector-Serie seht ihr hier den Snowspeeder. Ich stehe jetzt ein bisschen im Sofa zwischen mir, deswegen muss ich ein bisschen hinlangen. Richtig cool. Ich mag diese Collector's Editions. So, jetzt kommen wir aber mal zu dem Regal gleich. So, hier ist das zweite Fach. Das ist ein bisschen voll. Da habe ich meine ganzen Siedler von Catan Versionen. Ich habe eine Menge Versionen gesammelt, ein bisschen Kleinkram. Hier ist ein altes Flottenmanöver. Auch ein Kindheitsgame von mir, habe ich mal im Flohmarkt mitgenommen in der OVP, deswegen finde ich es cool. Matrix-Buch und Indiana Jones-Buch. Und hier hinter, das sind so meine Lego-Sets, die ich aus London mitgenommen habe. Die habe ich noch nicht aufgemacht. Und auch hier ist London noch geschlossen. Das ist sozusagen, ja, Deko hier vom Schrank. Und hier hinter habe ich meine komplette Reihe von Time Life. Die untergegangene Kulturenreihe, die ist komplett. Ja, ich bin einer wenigen, die sie besitzt. Ich habe mal mitbekommen, dass von den letzten 5 Büchern nur eine kleine Auflage war, weil nur die Abonnenten, die wirklich bis zum Ende durchgehalten haben, sie bekommen haben. Ich gehörte mit zu den wenigen, was ich herausgefunden habe, weil ich mal angerufen wurde zu einer Umfrage und da habe ich das erfahren. Ja, auch was Besonderes, aber auch nicht viel wert. So, hier habe ich noch ein altes Mumien-Gimmick. Es ist schon verdunstet. Da war mal Wasser drin. Das ist so eine Art Schneekugel gewesen mit Sand von dem Kinofilm. Ja, leider kann man es nicht auffüllen, was es hier seht. Es ist ein bisschen verschlossen, aber es ist mal eine tolle Erinnerung. Und dann habe ich hier noch eine kleine Pyramide. Die hat mir ein Freund von mir aus Ägypten mitgebracht. Auch richtig cool. Kann man sehen. Ja, richtig cool. Naja, und dann so ein bisschen
ein kleiner Gral, den ich mal gefunden habe. Das hat mich an Indiana Jones erinnert. Und da seht ihr so einen Becher da drin. So eine Kette drin mit Tutanchamon und so ein Skarabäus. Waren Gimmicks vom Time Life Club, die eben bei den Büchern dabei lagen, wenn man es abonniert hat. So, jetzt gucken wir uns aber mal diese super interessante Vitrine an. Wo fange ich denn überhaupt an? Hier oben ein paar Minions. Ups, ich musste ein bisschen schwenken, weil ich mit dem Kabel hängen geblieben bin vom Mikrofon. Und hinten sind Autogramme von der Band, die gespielt hat auf der Titanic, also im Film Titanic. Die waren mal in Hamburg, haben ein Autogramm für uns geholt. Darunter die DVD Special Editions mit den Argonauten. Richtig coole Edition von Herr der Ringe, die Gefährten. Hier habe ich Pirates, die Wiederauflage, unterschrieben von Sid Meier, vom Entwickler selbst. Ne, Sid Meiers Pirates, richtig cool. Hier so ein Godzilla, auch vom Flohmarkt. Die ganzen Mario Karts, richtig cool. Und hier seht ihr Struppi aus der Tim und Struppi Edition von dem Film. Mit ein paar Tim und Struppi Figuren im Hintergrund. Und dann seht ihr auch eine Starcom Videokassette. Hier habe ich einen Starcom Starmax Bomber. Der ist leider hinten beschädigt, sodass das hintere Fach muss reingeschoben werden. Das fuhr automatisch aus, aber weil das immer unter Spannung steht, ist es irgendwann fast kaputt gegangen. Deswegen habe ich es halb draußen. So, und dahinter seht ihr Autogramme. Hier habe ich die American Pie Crew, habe ich mal bei Interviews getroffen, ja, schon mit Widmung von Shannon Elizabeth, Jason Biggs, Mina Suvari und Sean William Scott. Ja, und Shannon Elizabeth vor allen Dingen getroffen. Dann habe ich mit Autogramm von Dark Angel oder Jessica Alba und Mike Weatherly. Da habe ich ein Autogramm von Stan Winston, dem Erfinder des Terminators auf der T2 Filmedition. Da von David Carradine auf einem Bootleg-Cover. Aber ich hatte nichts Besseres zu dem Zeitpunkt. Ich hätte ein Foto haben können, das habe ich dann aber nicht gemacht. Ich fand das Cover cooler. Und David Carradine ist ja auch mittlerweile verstorben. Auf meiner Fensterbank seht ihr eine ganze Menge Star Wars Modelle meines Bruders stehen. Natürlich die Sondermodelle wie den großen AT-AT. Richtig cool. Darunter ist der Probe Droid. Die Gitarre da links ist von meinem Bruder. Hier haben wir einen R2-D2, TIE Fighter. Da unten sind diese Minion-Sets. Hier auch weiter die größeren Minions mit kleinen Figuren. Dann den Y-Wing. Grogu, der B-Wing, zum DeLorean muss ich jetzt nicht so viel sagen, schön mit Marty und dem Doc davor. Dahinter seht ihr, es ist nur noch 60 Sekunden, das ist so ein Sonnenschild fürs Auto, ziert hier schon seit 20 Jahren das Zimmer. Hier den R-Wing mit dem Mini-R-Wing drauf, der mal aus dem Magazin stammte, die Razor Quest. Und hier haben wir den Droiden aus Jedi Fallen Order. Richtig cool. Mit Megablocks geht es hier weiter auf dem Lautsprecher. Ich habe eine 5.1 Anlage im Wohnzimmer. Dadurch habe ich 4 Boxen auf jeder Seite. Hier steht der Master Chief, ein Helm und noch ein kleines Fahrzeug. Ja, gehört mein Bruder. Lego, alles was Lego ist, gehört eben halt ihm. Hier haben wir Tim und Struppi, Teaser-Plakat. Ich bin ja großer Tim und Struppi-Fan und ich fand das Plakat vom Kinofilm von Spielberg auch richtig cool. Da oben ist übrigens die Leinwand, mit der wir mit dem Beamer auch gucken konnten. Oder können immer noch. So, hier geht es jetzt weiter. Da hat mein Bruder Lego ein bisschen zusammengestellt, weil er so viele Modelle gerade aktuell gebaut hat. Guardians of the Galaxy, der Speeder von Luke. Hat jetzt da wegen der Folie noch eine Folie draufgelegt. Ja, warum auch immer. Hier sehen wir ein paar ausgewählte Figuren von Star Wars. Gerade ein bisschen aus Ahsoka könnt ihr ein paar Figuren sehen. Dann seht ihr hier das Jurassic Park Set in diesem wunderbaren Diorama-Teil. Kommt auch nicht ganz zur Geltung, weil man wurde gerade so viel Neues gebaut hat und einfach davor gestellt hat. Hier die Executor, Dennis Nedrys Saurier Set, auch richtig cool. Indy, das neue Set. Der Helm von Borsk. Von Leia. Da ein Batman-Wagen.
Hier Fast and Furious Paul Walkers Wagen. Naja, und dann seht ihr weiter da unten Verstärker, Blu-ray Player und ja, PlayStation 3. Und hier könnt ihr sehen, auch richtig cool beim Fernseher, der ja, Helicarrier aus Avengers, richtig genial groß, mit Minifiguren drauf. Gut, Marius habe ich und Luigi habe ich da angehangen. Hier nochmal ein Guardians of the Galaxy. Ja, und dann seht ihr hier den großen Fernseher. Und darunter sind dann Festplatten und Konsolen. Xbox 360, Wii U, die Xbox, die klassische, die Xbox One. Da seht ihr die PlayStation 5, PlayStation 4, die Switch. Und die Wii ist da vorne mit einem Stapel Games, wo wir gerade am Ausprobieren sind. Keine Angst, die sind wirklich, werden ausprobiert. Die sind innerhalb von einem Wochenende teilweise weg. Gut, das sind, manche werden gespielt dann auch ein bisschen. Ein paar sind schon angespielt, deswegen ist es kein Pile of Shame. Hier oben habe ich jetzt ein Regal, was wir aufgebaut haben mit richtig vielen Highlights. Ich versuche es zu zeigen. Ich muss meinen Arm strecken, weil das über dem Fernseher ist. Ich versuche ein bisschen was zu sagen. Hier oben haben wir den Halo Ring, auch so ein Modell, was mein Bruder gebaut hat. Darunter Back to the Future, das erste Modell mit Marty und Doc in so einem Wicked Bricks Case, hat mein Bruder sich gekauft. Darunter auch Ghostbusters plus die TARDIS, seht ihr im Hintergrund, von Doctor Who. Auch richtig cool. Der Mystery Wagon von Shaggy und von Scooby-Doo, der sitzt oben drauf. Hier könnt ihr sehen, das ist Day of the Tentacle, eine kleine Fimo-Figur, die meine Schwester für meinen Bruder zum Geschenk gemacht hat. Ja. Und dann seht ihr auch echte Highlights da oben. Wächter der Nacht, der Film, ist unterschrieben vom Regisseur Timo Beck-Mammeltoff. Habe ich mir damals das Autogramm beim Interview geholt. Genauso wie von Machete, Danny Trejo. Dort habe ich Baphomets Fluch signiert von dem Entwickler Charles Cecil und der Stimme von George Alexander Schottky. Tolle Erinnerung, beides super nette Kerle und teilweise Kumpels inzwischen, kann man auch sagen. Dann Final Fantasy 13. Ich habe die Entwickler beim Interview getroffen, die haben mir das schön unterschrieben, richtig cool. So, die beiden Special Editions für die PlayStation 3 von Last of Us. Kommt noch Schutzhüllen drum, das fehlt immer noch, die haben wir immer vergessen, das wird noch gemacht. Da oben Blood Rain 2, unterschrieben von Uwe Boll. Auch den habe ich mal interviewt. Könnt ihr auch auf shortview.de bzw. auf meinem YouTube-Kanal gibt es ein Interview mit ihm. Richtig klasse. So, was haben wir da? Eine Batman, Lego Batman-Tasse war ein Werbegimmick zum Spiel. Genauso wie dieser silberne Becher von Lego Hobbit, auch damals bekommen. So, dann habe ich hier noch ein Batmobil, ein DeLorean vom Flohmarkt mal mitgenommen. Dann daneben drei Fragezeichen Live-Mitschnitte, einmal in Kassettenform, einmal in ein USB-Stick zu den Touren, entsprechend richtig coole Erinnerung. Und dann seht ihr, mein Bruder muss überall seine Lego-Figuren abstellen, gerade die Figuren der Hauptcharaktere. Na, hier jetzt von Rogue One auch, geht es hier weiter mit Batman aus dem Superman-Film und Batman-Film. Dann auch hier seht ihr Age of S.H.I.E.L.D., die ganze Superheldengruppe um Hawkeye, Black Widow, Nick Fury, Thor und Captain America. Richtig cool. Gleich daneben ein Regal mit ausgewählten Filmen und Serien. Ihr seht da meine drei Fragezeichen Blu-ray und DVD-Sammlung, die es gibt. Hier könnt ihr sehen, dass Final Fantasy Steelbook von Final Fantasy 16 mit dem Autogramm von Vincent Fallon in einem Sammlerschutzhüllen, Rahmen, Serien wie Lieblingsserien wie My Name is Earl und Chuck, davor Postkarten oder Spielkartensets, Young Indie die Serie, darüber seht ihr Stargate, die ganzen Staffeln und Tron für Evolution, signiert von den Produzenten und von einigen Schauspielern des Films, war mal vor einem roten Teppich, zufällig. Ganz oben seht ihr Star Quest und das schwarze Auge, da haben wir die erstmal untergebracht, sagen wir nicht spielen. Und im unteren Regal, achso, im geschlossenen sind Filme weiterhin noch.
So, hier habe ich Mario und das ist Bowser von Skylanders, den haben wir mal vom Flohmarkt gefunden. Ein Luigi, mein Bruder ist großer Luigi-Fan. Und dann seht ihr hier auch viele Wii-Spiele und das Stichschwert davor. Ausgewählte Special Editions seht ihr hier und coole Filme, Spiele, die wir gerade ein bisschen daddeln oder mein Bruder angedaddelt hat. Und auch hier seht ihr Dark Souls und Final Fantasy 16 Special Edition. So, ich schwenke jetzt mal einfach mal von diesem Regal über den Strang, den wir gerade besprochen haben. Dazwischen übrigens die Slave One Special Edition mit einem Minion-Pappaufsteller aus dem Kino. Und ihr seht unser Blu-ray-Regal. Und erstmal ganz kurz ein grober Schwenk. Oben auf dem Regal haben wir eine Menge Figuren und so weiter stehen. Und die Regale sind gefüllt. Das sind ganze lange Regale mit Filmen. Ich gehe da nicht die Filme komplett durch. Das will ich jetzt gar nicht. Und ihr seht, randvoll mit Filmen von A bis Z. Aber es sind noch nicht alle. Ich muss noch schon wieder nachsortieren. So, und jetzt seht ihr oben erstmal, damit fange ich an. Masterpiece Transformers in Box. Die sind alle noch da drin. Und die Lego-Helme. Ja, ihr seht, Lego dominiert das Wohnzimmer. Wenn man eine WG hat mit seinem Bruder, da dominiert Lego einfach, weil er baut sehr, sehr gerne die Sachen. Die ganzen Helme, meine Masterpiece von Transformers stehen da. Da oben irgendwie was von Star Fox, das Raumschiff, von dem Teil, von diesem Starwing, glaube ich, hieß das Ding, Starlink war das, glaube ich. Dann zwei Special Editions mit den Türmen von Minas Tirith, dieses für die Collector Edition. Leider ist die Pappe ein bisschen, oder das Plastik ein bisschen gegilbt. Der coole Helm aus der DVD Collector Edition von 300. Ein Original Zoids in der Schutzhülle. Meine beiden Fairy Tale Movie Special Editions mit den Stofffiguren. Hier seht ihr Optimus Prime in so einem 3D-Case. Gar nicht so einfach, ich muss meinen Arm strecken, um das euch zeigen zu können. Daneben meine beiden Neuauflagen von Transformers mit dem Ektotron und mit dem Gigawatt, dem Zurück in die Zukunft Auto. Können sich auch als Transformer verwandeln, richtig cool. Dann die Limited Run Collector's Edition von Monkey Island Edition, richtig cool. Richtig cool, es ist auch gefüllt oben mit Stoffmasse Pilami aus unserer Jugendzeit. Encore Edition von Metroplex Transformers, richtig cool, ist auch schon 20 Jahre alt, das Teil. Die Collector's Edition von Resident Evil 2. So, jetzt gehen wir hier rüber. Oh, ganz langsam, damit ich nicht stolpere. Ihr seht hier Filme, ich werde jetzt nicht bis nach ganz unten schwenken, weil das bringt nichts. Ist voll mit Filmen, ne? Das geht dann immer weiter. Über Filme brauche ich jetzt nicht viel reden. Hier seht ihr eine Vitrine, die mache ich gleich auf. Auch da unten in dem Schrank geschlossen sind meine Animes und daneben geht es weiter mit Filmen. Ihr seht Filme und dann vor ist ein Sessel. Seht ihr gleich. Und da habe ich drei Minions geparkt. Stofffiguren, weil die einfach cool sind. So, jetzt machen wir dieses Regal mal auf. Und ich mache erstmal kurz einen Überschwenk. Ihr seht Transformers, das ist so ein bisschen mehr meine Welt hier unten. Und hier unten auch Highlights drin von allen möglichen. Ja, hier Masterpiece Grimlock von Transformers, richtig cool. Auch der Masterpiece Soundwave. Der Original G1 Grimlock von mir steht daneben, richtig cool. Auch so ein kleines Transformers-Diorama hat man wohl mal aus Hongkong mitgebracht. Dann hier von Mass Effect das Raumschiff, das Metall. Eine Sound Blaster-Figur von Transformers, das ist nicht Soundwave. Sozusagen die schwarze Version mit Rumble und Frenzy davor und Ravage. Da ist auch nochmal ein Frenzy. Und dann seht ihr hier unter, ja, meine Lieblingssachen, wie ihr könnt sehen, Tim und Struppi an Raumfahrt. Hier sind richtig schöne Figuren. Davor das erste Motorrad oder die ersten Indiana Jones Lego. Richtig schön mit dem Motorrad. Die Longbox von Resident Evil 1, richtig cool. Haben wir auf dem Flohmarkt für 25 Euro mitgenommen. Heute ist das ein Schnäppchen. Dann zur C64, ihr könnt es kaum sehen. Ich versuche es mal rauszuziehen. Das geht nicht ganz, da muss ich erstmal die Befester-Dinger wegnehmen. Hier könnt ihr sehen, das ist Star Wars Arcade Game für den C64 auf Datasette. Und daneben Donald Duck's Playground auf Datasette. Richtig coole Sachen, Kindheitsspiele von uns, von mir und meinem Bruder. Und dann seht ihr auch hier weiter ein paar Mario-Figuren, Herr der Ringe, Lego-Figuren. Ein Tamagotchi seht ihr da, von Doom, eine Keycard,
und einen kleinen Hitman. Das sind Werbegimmicks, die ich mal bekommen habe zu den Spielen. Ist ganz selten zu finden im Endeffekt auch. Ja, das ist dieses wunderbare Regal. Ja, und darunter kommt jetzt das nächste offene Feld. Ja, die Vitrine, wo ich Sneaky oder mein Bruder jedenfalls gesagt habe, bitte nicht so viel Lego. Wir wollen mal andere Sachen präsentieren als Lego. Deswegen habt ihr jetzt mal ein bisschen Tim und Struppi hier um das Mondfahrzeug. Und der Jeep spiegelt ein bisschen. Hier habe ich noch die Collector's Edition von Siberia. A World Before. Ein Glas von Link, was wir auch mal im Flohmarkt gefunden haben. Hier Game Highlights, also Highlights von mir. Last Ninja 1 und 2 für den C64. Hier könnt ihr sehen Code Veronica und Resident Evil 3 auf Dreamcast. Neuere Transformers Wiederauflagen, dazwischen ein Predator C64 Game. Und dahinter seht ihr einen Transformers Jazz, das ist ein alter MB von 1985, richtig cool. Ja, so, dann ist unser aktuelles Game Regal. Da sind die Spiele drin, auf die wir viel zugreifen, wenn wir spielen. Abgesehen jetzt von den Collectors Club Editionen hier von Resident Evil 2 Prototype und Resident Evil 4 Demake. Könnt ihr hier so ein bisschen sehen, wo wir gerade so ein bisschen daddeln oder wieder daddeln, beziehungsweise das Rare Assault ist vom Flohmarkt und da suche ich noch das Handbuch, deswegen habe ich das da noch liegen. So, und dann seht ihr, Max Payne 2 wird mal wieder gespielt bald, Obscure 1 ist noch dran, Silent Home 4 The Room sind wir da ein bisschen dabei und Onimusha Dawn of Dreams wird auch bald gespielt. So, die Metal Gear Solid HD Collection, gut, die wird demnächst da rausgehen, denn ich habe die für die PlayStation 4, aber wir haben es auch mal erstmal noch da. Dann sind hier die Larry-Spiele, die Adventures, die will ich auch noch mal gern spielen. Dann haben wir hier Final Fantasy 15, was mein Bruder daddelt. Ghost in the Shell, wollen wir auch noch mal ausprobieren. Ja gut, hier habe ich noch so ein Spielemodul, was auch mal vom, glaube ich, Pack war, mit, vom Bürgermeister, habe ich mal geschenkt gekriegt. Und hier seht ihr dann weitere Spiele, Horizon, was mein Bruder spielt, Doom, Eternal müsste das sein, Daymare, auch ein Spiel, was wir spielen, Endwake Remastered ist demnächst noch mal dran. Beyond Steel Sky, das ist ein neues Adventure von, also von den Machern von Beyond, Beneath the Steel Sky. Dann haben wir hier Final Fantasy VII Remake, Integrate, Terminator Resistance, Tortured Soul und die Resident Evil Village 7, 3, 2. Die wird immer wieder mal gespielt. Ja, und da oben habe ich noch Siberia 3 und Resident Evil 4 im Steelbook, weil wir es auch gerade gedaddelt haben wieder. So, jetzt kommt noch mal dieses wunderbare Regal. Und hier könnt ihr sehen, aus den Collector's Edition haben wir Jill Valentine. Dahinter ist das Lenticular-Cover von Teil 3. Ein Airwolf von 1985, glaube ich, oder so. Ist ein altes Modell, habe ich mal im Flohmarkt gefunden. Die Original Ghostbusters von 84, 85, die Kenner. Lediglich Winston hat das falsche Protonenpack, aber ja, sonst fast vollständig. Alter Marshmallow Man. Die Final Fantasy VII Figuren im Pixel-Look, auch richtig cool. Hier Millian S. Kennedy aus der Resident Evil 2 Collection. Und hier jetzt meine, ja, hauptsächlich Captain Future Regalfläche. Hier seht ihr, kann man sehen, Captain Future aus Lego mit einem kleinen Simon, den ich mal auf Kindheit gebaut habe. Mal sehen, ein bisschen schwierig, blendet. Da unten die neue Collector's Edition mit Blu-ray. Die alte Future Komet von 1980, Simon Wright von 1980, ein Original Sticker-Tütchen von Panini, die HL Pro Komet, richtig cool, sieht aus wie die echte. Das war die Spielzeug, das ist jetzt die Diorama Komet, die noch etwas neuer ist, auch richtig cool. Ein Captain Future Becher durfte nicht fehlen. Transformers Jetfire, Transformers Megatron in einer moderneren Interpretation des Anime-Charakters. Der Jetfire ist auch von 1985. Ich habe ihn nicht ganz vollständig, fehlt so ein bisschen das Zubehör, aber auch richtig cool. Dahinter seht ihr eine Stickertüte angeklebt von dem Nintendo mit Mario drauf. So, hier vorne ein Raumschiff, der Starbird von MB, ist aus dem Jahre 78. Das Kindheitsteil ist aber mal nachträglich gefunden worden auf dem Flohmarkt und das ist jetzt in sehr gutem Zustand, fast vollständig. Sieht hier nur so eine kleine Kanone, ja, aber die findet sich selten. Auch so ein Teil, was man früher mitgebracht hat, so eine kleine, ja, Robben. Wir waren auf Ambrum und Sylt auch mal früher als Kinder, da hat man sowas mitgenommen. Das habe ich aber mal auf dem Flohmarkt gefunden wieder, unsere eigene Kindersachen findet sich nicht mehr. Hier so ein Buzz Lightyear.
So, und dann seht ihr da unter noch so ein bisschen, wo es ist noch ein bisschen unordentlich, ist noch nicht ganz so sortiert, wie es sein sollte. So ein bisschen Plemo Space im Karton, alte Plemo Space Figuren, eine Star Wars Figur, hier Hamataro vom UI in groß, zwei Lego Fahrzeuge, hier der Bus, den ich auch als geschlossenes Set habe, die Collectors Club Edition zweimal von Parasite Side Eve. Und dann könnt ihr hier sehen, ja, das ist das wenige Lego, was ich meinem Bruder hier erlaubt habe. Momentan, das geht aber auch noch weg, da der ausgewählte Figuren. Ihr kennt sie, ne? Die Bad Batch, Ahsoka, ein bisschen Mando. Hier haben wir auch einen Obi-Wan. Mit die drei Fragezeichen als Playmobil, das ist von mir, das musste sein. Nicht geöffnet. Und hier hinter könnt ihr sehen, eine Statue von Gaston und von Marsupilami mit einem kleinen Boba Fett. So, und dann darunter, da ist noch nichts sortiert, das ist einfach nur reingestellt. Ihr könnt von sehen, von Transformers, alle möglichen japanische PlayStation Games, ein Gameboy, Shenmue, Schlümpfe, Masupilami-Becher. Und darunter sind die neuesten Filme, die noch nicht sortiert sind, gepackt. Aber das hier ist einfach mal eine Lieblingsvitrine. Da gucke ich gerne rein, weil Captain Future ist ein Stück meiner Kindheit. Ja, und das war es jetzt eigentlich auch schon. Ihr habt jetzt einen großen Teil einer Sammlung gesehen, einen Bruchteil einer Sammlung gesehen, die sortiert ist, beziehungsweise aufgestellt ist ein wenig, die ein bisschen dekorativ dasteht, wo Highlights hervorgehoben werden. Es gibt noch wesentlich mehr Highlights, aber das sind jetzt so eben halt Eindrücke, die wir da jetzt zusammengestellt haben. Auf manche Sachen bin ich gerade besonders stolz, wie jetzt gerade diese Vitrine mit Captain Future, wobei das noch relativ neu ist. Da wird noch immer dran gearbeitet. Das ist noch nicht so perfekt. Und ihr seht ja, ich habe hier so für euch jetzt für dieses Video so ein paar Highlights zusammengetragen. Ja, und ich hoffe, euch hat dieser Special Edition Eindruck gefallen. Wie gesagt, das erste Februar Special für die 500 Abonnenten unter anderem, für die ich mich bedanke herzlich. Also ich habe natürlich die Zahl überschritten. Es war auch Absicht, weil wenn man genau macht, dann plötzlich sind dann wieder welche weg und so weiter. Das ist immer schade. Deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr zuschaut. Ich bedanke mich bei euch allen. Ich kann gar nicht Namen nennen, weil ich weiß, so viele schauen zu. Unendlich viele. Ich bedanke mich bei jedem und lasst einen Gruß da einfach für dieses Special und natürlich, ob es euch gefallen hat. Kommentiert mit mir, sagt mir, soll ich irgendetwas nochmal genauer zeigen, dann werde ich vielleicht nochmal ein spezielles Video nur zu diesem Teil machen. Einige Sachen habe ich mal vorgehoben, wie zum Beispiel bei Collectors, Collectors Edition? Naja, egal. Auf jeden Fall zum Beispiel die Last Ninja-Spiele habe ich schon mal besonders hervorgehoben, auch in den Videos. Ne? Ja, Collectors Editions, Collection Treasures, jetzt komme ich auf meinen Namen, meines eigenen Formats, Collection Treasures, da ist auf jeden Fall das hervorgehoben. Ja, ansonsten, ihr werdet sehen, da ist noch so viel, ja, Stoff zu zeigen, ihr seht das in den Pickups, schaut weiter rein, ich freue mich darüber, ich bedanke mich für das ganze Zusehen und damit ende ich jetzt, kommen den ersten, das erste Februar-Special, was ich jetzt jedes Jahr machen werde mit irgendetwas Besonderem, ja, und ich sage nur danke fürs Zuschauen, danke für 500 Abos, danke für alle, die mir geholfen haben, diese wunderbare Sammlung zusammenzutragen und ja, an euch Zuschauer und liken, teilen, abonnieren, das fasse ich zusammen, aber sprechen möchten wir, kommentieren, ne, da reden wir weiter, bis zum nächsten Mal.